The Dark T09, was ist eure Lieblingsplattform, um mit Zuschauern zu interagieren? Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, Disney Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbst raus. 2013. Hallo, ich will, dass du mitmachst. Mach, ich sitze da drin. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Nostra Feedback. Heute wieder mit Fragen vorlesen für euch. Hallo, nicht nur Fragen, das wollte ich mal kurz klarstellen. Ja, es müssen ja nicht nur Fragen sein. Es darf auch ruhig ein bisschen Lob sein. Nein, aber ihr dürft auch sagen, hey, in dem SpongeBob-Video, wie habt ihr das gemacht? Das ist auch eine Frage. Ist das eine Frage, oder, ach so. Oder, hey, das haben nämlich sehr viele geschrieben, das mit dem Drive-In-Scheiße dazwischen reden, macht da doch mal ein komplettes Video draus. Haben viele gesagt, sowas, ne? Also unter dem Video nicht hier im Feedback. Aber sowas ist auch ein Feedback und da können wir dann im Feedback sagen, nein, ihr seid scheiße, wir machen das nicht. So. Das ist dann quasi Feedback. Genau. Feedback. Hey. So, und während ich gleich Roberts Dings hole, könnt ihr diskutieren. Pizza, ich die Fanboys, was macht Anna da? Isst die Ketchup einfach so? Nein, die isst den nicht, die trinkt den. Echt, ja? Ja. Okay, Anna. Ketchup ist auch lecker. Nashika sagt auch noch, Anna ist zu blöd zum Esen. Ja, das kann sein. Ich habe auch noch nie geesen. Ich kann das auch nicht so gut. Wenn ich irgendwann mal ese, dann gucke ich, wie das geht. Esse vielleicht. Ja, ne, du, ich weiß ja gar nicht, ich habe mir das gar nicht angeguckt, wie du da isst. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es gab einen Rahmschnitzel oder. Nee, es kommt bestimmt. Ach, Schnitzel. Dein Schnitzel in der Ecke gegessen. War echt übelst komfortabel, aber auch gar nicht beengt. Der Tisch ist riesig gewesen. So für einen Rahmschnitzel mit Beilage und allem drum und dran, das ist echt geil. Oh, du schaffst das, ne? Was? Na, hier, die Pizza dann irgendwie Zeit. Das kriege ich hin. Ohne Besteck, einfach so wie so ein Riesen-Cookie oder so. Ich nehme dir was ab. Das ist so entspannt. Dann kannst du mir so einen Stuhl holen, dann kann ich Beine lang mal gar nicht ablegen. Theoretisch, ja, okay, theoretisch. Ich hab's das vor meinem Auge im Gesicht, aber. Auf jeden Fall, hey, wir sind wieder da und so. Ja. Hi. Robert ist auch da. Und lässiges Desinteresse, wie Phantom Zero das und so bezeichnet hat, da drüben am PC-Laptop. Weil Kalle ist nämlich voll am Start. Aber nicht da. Aber macht Festplattenfasching. So, der HK sagt nämlich, muss man beispielsweise auch für Premium bla 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 bezahlen, damit man alle Nosferatu DLC Soundtracks und Wallpaper für 1 Euro günstiger bekommt als alle anderen. Ja, ganz bestimmt. Muss man. Nee, der HK kriegt das kostenlos. Ja, ausnahmsweise, weil der hat ganz viel. Der ist mein Hobby. Ich weiß gar nicht, wie er da drauf gekommen ist jetzt, aber yo! Wir sind ja auch in keinem Netzwerk oder so. Ja. Ab und zu vielleicht mal. Und wir unterstützen ja sowas nicht, so wie bei Call of Duty. Sowas spielen wir ja nicht. Nein, ich unterstütze keine DLCs. Sehr gut. Nee, es gibt ja auch ein paar gute. Ich wünsche mir zum Beispiel übelst, dass die bei GTA 5 hier San Fierro und Las Venturas in einem DLC nachholen. Das würde ich mir runterladen. Das also wirklich. 3 Tage. Was ich nur schade finde, früher war es so, du hast das Main-Spiel gekauft und du hast, egal was kam, einfach so per Patch dazu bekommen. So, wegen extra bezahlen meinst du? Ja. So war das früher und jetzt wollen sie dafür Geld. Warum? Machen doch genug. Also, warum wollen Leute Geld? Und warum wollen die Spaß Geld? Naja. Ja, na klar. Also. Ist halt ein bisschen. Hast du das gehört? Ein bisschen. Das, kam, das war das Bierzeug, was hier so drin geblubbert hat. War ziemlich gruselig. So, Nobos 1337. Hühühüh, danke für den Gästelistenplatz bei der Millionärswahl. Es wird klasse gewesen sein, wenn ihr das hier liest. Nee. Oder aber auch derbst scheiße. Eins von beidem und so. Jetzt könnt ihr ja mal kurz über die Millionärswahl erzählen, weil dieser Typ saß ja dann anscheinend bei euch da im Publikum. Ach, seit der Millionärswahl gab es kein Feedback mehr, oder was? Richtig. Hol meine Pizza in die. Eben. Oh, sorry. Und es saßen viele Leute von Nosferatu auf den Nosferatu-Plätzen. Ja, der Alex. Bei der Millionärswahl und wir hatten keine Ahnung, wer das ist. Die haben wir dann erst mitgekriegt, dass die irgendwie dazugehören, als Robin dann von der Bühne gekommen ist. Also, und am besten war wir haben extra, danach eigentlich so. Wir haben vor allem für alle Masken gebastelt, aber da wir gar nicht wussten, dass die dazugehören. Als plötzlich alle die Masken auf hatten, ey, da habe ich so gefeiert, weil ich wusste nicht, dass die Masken gemacht haben. Ich stand ja on stage mit Elton. Das war so eine betrunkene Idee. Das war so ein richtiges mit Tina. K.O.-Erlebnis. War K.O.? Ja.
Ihr habt doch gar nicht gesehen, oder? Doch, am Ende. Am Ende aber erst, aber nicht als wir dann extra hier so aufgestanden sind da beim ersten Mal. War auf jeden Fall geil so, fand ich. Ich fand's auch geil. Ja, richtig geil. Nee, wir hatten erst kürzlich ein Interview, wo wir so Fragen beantwortet haben, bei David Hein, Robin Blinde. Bei jemand Berühmtes? Ja, Besteck das mal hier ein. Besteck für echte Männer, ja. Also verlinkt das mal bitte hier auf Robert. Ja, kann ich jetzt mal kurz auf Robert klicken? Nee, das ist in der Video. Scheiße, hier sind die. Oh, du fauler Mensch. In der Videobeschreibung ist das, weil da könnt ihr echt mal alle dahin und so. Sei das doch mal auf Robert abzulenken. Vorne? Nicht. Ach so. Du machst du deine Beine jetzt immer vorne, oder? Oder wie wird das? Reicht das so? Oder das ist Service, weißt du? Nee, dann macht er den Stuhl, dass hier ich meine Beine. Das wird hier noch groß geschrieben, sowas. Die Nostra. Jo, ja, welche Deal. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesagt habt, aber ich fand es ein bisschen schade, dass die diese Gratis-Tickets gewonnen haben, alle so schnell weg mussten. Ja, wir haben und ja sich auch nicht zu erkennen gegeben haben wegen der Masken. Ja, das war ein bisschen ein Kommunikationsproblem. Aber wir haben ja dann noch voll Party gemacht, all night long. Oh, wäre natürlich voll geil gewesen, wenn die anderen Schlüssel was da dabei gewesen wären. Schluppi! Sonst hättest du Schlüssel. Was willst du? So. Nee, noch nicht. Wir filmen gerade Jürchen. Jack sagt außerdem, Kalle, war euer Amerika-Urlaub arg teuer? Ja, was von aufheben. Oder konntet ihr die Kosten durch euren Roadtrip im Rahmen halten? Notchall. Jetzt drop mal ein paar Lines zu eurem Budget. Ich drop mal ein paar Lines zu unserem Budget. Ey, guckt einfach unter das Amerika-Video, da hat das Robin schon beantwortet. Toll! Du faule Sau! Ja. Sag doch mal, kurz, was war das die Freundin, die schon mal eingeteilt hat. Der Pizza-Essen, nur Robert. Ich möchte bitte, dass Robert alle meine Fragen heute beantwortet. Also bitte. Wie viel hat der Amerika-Typ gekostet? Ja, keine Ahnung, 3000 Euro. Ey, sehr gut. Also das. Also der am wenigsten bezahlt hat, war bei 3000 Euro ungefähr und der am meisten bezahlt hat, der aber auch die ganze Touri-Scheiße mitgenommen hat, war bei 4500, laut meinen Quellen. Der kann ja kurz... Nein, Robert beantwortet alles, der macht das. Das war so, Robert. Ich bin abgehoben. Ja. Das wie viel Feedback ist denn das, was wir aufnehmen? Nummer 15. Das mal darüber. Echt? Wir haben schon 15 Mal 2 Stunden an euch verschwendet, Scheiße. Ja, du vor allem, weil wir jetzt Robert hat die schwere Bürde. Er redet heute für mich. Er hat meine Gedanken perfekt interpretiert. Lass ihn mal Kalle mit Medding auf die Stirn schreiben. Jo. Bitte nicht. Und das Auto habe ich gestern erfahren. Das Auto war nicht gemietet, sondern gekauft und am Ende des Abends dann wieder verkauft. Am Ende des Abends des Trips. Des Trips. Die haben jeden Abend ein neues Auto verkauft und am nächsten Morgen mit einem neuen weiter ein bisschen Tapetenwechsel. Phantom Zero, der Spast, sagt, ist mit dem komischen Gesetz bei Herodes Katze ist zur gleichen Zeit unten und oben rein zufällig Schrödingers allseits beliebte Katze gemeint. Das kennt man als Waldorfschüler nicht. Nicht? Nee, das habe ich schon mal. Als physikbegeisterter Waldorfschüler. Ja, na gut, auch nicht, weil ich bin eigentlich einer. Welche zeitgleich tot und lebendig ist. Das war heiß. Und warum zur Hölle hat Kalle bei jedem Reel mit englischer Aussprache versetzt und meines auf Deutsch, wobei die Intention, also ich kann es nicht lesen, definitiv bei der englischen Aussprache lag. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, weil ihr hier die ganze Zeit reinplappert. Ja, weil du so langatmig bist. Das stimmt überhaupt nicht. Scheiße bist du. Ihr habt einfach nur die Pizza gerade als Thema, ja? Die Leute, die mir haben... Na, warum isst du denn eigentlich auch nicht, Robert? Die ist heiß. Ja, weil die so heiß ist und hältst mir die weiter unter die Nase und pustet mich damit immer mal an und wedelt so ein bisschen von meinem Gesicht rum. Die Leute werden euch übelst blamen. Das ist egal, es ist Nudelpizza. Gell, es ist Nudelpizza. Wir machen jetzt keine Werbung, aber es ist Nudelpizza. Ja. Kauft Nudelpizza. Pizza, Pasta. Kauft übrigens doch. Wir haben das Product Placement. Kauft das drauf. Bitte nicht. Voll vergessen. So. Warte mal kurz, Scheiße. Ich hab nämlich gerade echt Hunger auf ein Duplo. Appetit. Oh, mein Samsung-Telefon klingelt. Oh, mein Nokia, auf dem kann man gut Feedback-Fragen lesen. So. Ich probiere das ja die ganze Zeit selber zu machen, aber irgendwie... Wahrscheinlich längst du dran die Internet. Also irgendwie lädt es und dann ist ein Fehler auf. Jetzt mach weiter, komm. Ja, der Typ fragt jetzt noch ein paar generische Fragen, weil er voll weiß, dass die generisch sind und so. Was? Fragt mich, ob ich Parkour mache. Nein, mache ich voll gar nicht, nur ganz selten und so. Ob wir in einer Beziehung sind, fragt Phantom Nein. Zero. Ja, in einer Beziehung. Nein, wir sind nicht in einer Beziehung. Echt ziemlich gay. Und warum Kalle und Daniel letztens in Amerika waren? Warum nicht? Guck dir das Video an. Die waren halt da, um Sex zu haben.
Ich meine, das hat überhaupt keine Beachtung gefunden. Mittendrin ist ein Clip von einem Typen, der komplett nackt in der Dusche steht. Das hat irgendwie gar keiner... Auf meinem so Desktop ist irgendwie auch auf ein Video, wie Kalles Arsch gefilmt wird. Warst du das? Also nackt und ja. Richtig intensiv. Richtig intensiv, ja. Kalle, darf ich was Persönliches fragen? Alter, ich hab's geschafft, ne? Sehr gut, alles klar. Das war Frage. Ablegen. Mach weiter. Ich hab's echt gerade geschafft in dem Moment, Alter. Jetzt hat Kalle volle Attention. Jetzt seht mal, wie das aussieht, wenn Kalle komplette Attention hat. Ja. Ist das alles? Alles. Auch verschieden und so? Ja. Okay. So, ach ja, der Kommentar zu Kalles neuer Frisur ist fast vergessen. Hashtag 3 Minuten. Nach 3 Minuten hat deine neue Frisur wahrscheinlich genervt. Soll ich das jetzt kopieren oder ausschneiden? Kopieren. Ist mir Wurst, Mann. Na, ich kann es ausschneiden, dann hast du es ja nicht mehr laufen. Ne? Hallo, das ist off-topic gerade. Die blamen uns, wenn wir hier Mediakraft und so. Ne? Ja. Ja, so viel Aufmerksamkeit, wie das kriegt, kommt da auf jeden Fall Mediakraft gleich mit. Nee, ich meine nur, dieses künstliche Fett muss eigentlich alles rausgecuttet werden. Ja, wenn ich Hunger habe, dann würde ich alles dafür tun, um diesen Hunger zu stillen. Der Robert macht das heute alles gerne für mich. Dann kaufen wir jetzt eigentlich endlich Cutter. Wir haben mehr Aufrufe als Punkt. Wow. Wie sollten wir das eigentlich leisten können, oder? Nee. Außerdem ist das echt uncool. Also ja, jetzt mal so Real Talk. Ja, so Real Talk mäßig ist das echt uncool. So, das ist uncool, das wissen wir auch alle. Carlson Moses sieht immer wieder lecker bei euch aus. Für Normasch, ich meine das Essen. Freut mich echt auf die Millionärswahl. Ja gut, ne, war jetzt vorbei. Vielleicht kommen da noch ein paar Fragen. Herzlichen Glückwunsch an Georg Wirth. Ja, mit dem wir ja voll gechillt haben und so. Ja, so nochmal hier mit dem längsten Kommentar des Abends. Der Höhlenmensch in der Mitte war mir schon nach 3 Minuten unsympathisch. Wer war denn in der Mitte das letzte Mal? Kalle mit seinen langen Haaren. Ach ja, stimmt. Kalle mit seinen Haaren, ja. Ich hab den Kommentar schon durchgelesen. Oh, mehr Zeit. Oh, gar nicht zu. Alter, was geht denn hier gerade ab? Unsympathisch. Du wirst vielleicht mit deinem Fingernagel denken. Weil das Video das schon vorbei ist. Kennt ihr Weezer? Die Musik hat mich... etwa, was lachst du da? Weezer und Hashpipe. Hat auf mich die gleiche Wirkung wie Ska auf Robin. Was ist das Schönes? Na, Weezer, haben Weezer nicht auch dieses I'm just a teenage baby. Ich guck nach. I'm just a teenage. Auf jeden Fall haben die Hashpipe. Ninja. Hashpipe haben die auf jeden Fall gemacht, das weiß ich. So, da fighten sich im Video so zwei Sumo-Menschen. Robert, kannst du es bitte den Leuten mal sagen, was ich An Kalle. Falls er da ist und sich noch an diesen Podcast erinnern kann, beides sehr unwahrscheinlich, in Klammern voll gedisst, 3 Klammern zu. Der lustige Witz mit Löffel abgeben, nicht immer negativ, zum Beispiel bei Fixern, der nicht lustig war, war nicht aus einem Track geklaut, ich wurde nur durch einen inspiriert. Ich kann nicht aufgeben, ich gebe nur den Löffel ab, aber genieß davor nochmal seinen Crack-Geschmack. Vom allseits beliebten Jota Nomasch klaut seine Witze. Klaut keine Witze. Meine ich doch. Ja, korrekt. Ja, mit Nomasch klaut seine Witze. Der Nomasch kriegt zurzeit so viel Aufmerksamkeit von mir durch GTA 5, da ist es schon okay, wenn ich ihm sage, hier, dass er... Oh, Spaß. Der kriegt allgemein von allen zu viel. Wenn ich Robert auf meine Frage antworten lasse, Robert hier, Nomasch, das ist dein Auftritt, bitte. Nomasch ist scheiße. Ich kenne ihn nicht. Das ist ein Spaß. Danke. Und Kalle hat die PS3 zurück, deswegen kann ich nicht mehr GTA spielen. Ich hasse dich. Erzähl den Leuten nochmal, dass ich so sozial war und dir die vor meinem Amerika-Trip einfach gegeben habe. Das war echt geil. Cool. Ohne eine Gegenleistung. Ohne Gegenleistung. Also außer dass einer auf dem Party-Klo war ansonsten. Kalle war zu Hause und musste irgendwie um 1 oder so, ja. Um 2 weg. Ist knapp, ja. Und halb 1 hab ich angerufen. Kalle, du fährst doch weg. Ja, gleich. Ich brauche eine Playstation. Ja, wenn du dann da bist, dann zack. Das ist keine Frage. Haben wir uns gerade noch so erwischt. Ich habe schon nochmal schön die Zunge in den Hals gesteckt. Weil sie haben das dann 3 Monate nicht gesehen. Also. Ich bin froh, dass ich gerade die Hälfte von dem Gespräch habe. Ich auch. Ich habe nur das Ende mitgekriegt. Das ist so, Robert, du hast doch hier quasi meine Heizkosten ausgenutzt, ne? Wenn dafür Anna jetzt so ein kleines Stück abfällt. Die Heizkosten, die... Danke. Oh, so, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt können wir endlich unbeschadet hier unseren Mediakraft-Style fortsetzen und so. Hast du das gelesen, dass Joe Cognitur aus seinem tollen, angepriesenen Netzwerk? Ja, hab ich. Zumindest laut Social Blade. Und das ist eigentlich voll
Hat er doch den Knopf gedrückt, den ich. Ich muss kurz mal dazwischen mal werfen. Der David hat auf deinen Kommentar geantwortet. Mit DJ Ameise, bester DJ ever. Ja. Der ist heute schon wieder bei dem. Das ist ziemlich geil für ihn. David Hein ist heute schon wieder bei DJ Ameise. Leute, das macht mich echt. Das macht mich echt neidisch. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist echt. Achso, dazu ist keine Frage. Wir können ja kurz erzählen, Wochenende mit David waren wir abhotten und da war DJ Ameise, der hat mehrere Tracks dreimal gespielt, zahlreiche zweimal. Und zahlreiche nur zur Hälfte. Nee, nicht mal. Also keiner Minute eingespielt, zack, nächstes. Aber die waren alle geil, ja? Die waren alle geil. Ja, wenn, ja. Also 90% durchweg. Und wenn ich dann mehrfach hingegangen bin und habe gesagt, hey, Kollege, kannst du nicht mal Beastie Boys spielen? You gotta fight for your right und so. Jo, zack, zwei Stunden später immer noch nicht. Ey, Kollege, komm jetzt hier, übelst geil. Da ist Eskalation auf dem Dancefloor. Jo. Und dann hat er schon gar nicht mehr richtig reden können, weil der so weg war. Aber DJ Ameise, echt. Nee, der wird noch ganz groß, ich sag's euch. Der war auch so scheiße, Mann. Jetzt muss man echt mal kurz Real Talk machen. Das hat mich echt wütend gemacht an dem Abend, dass der so tut, als hört er auf mich. Und dann, also, was der sich rausnimmt. Und dann war er mit. Oh, ein Starwind, der kommt da was aus deiner Hose. Lecker. Das sehen die Leute nicht, was das ist. Oh. Echt gut. So. Tschernobyl. Fuck Techno Boy, Alter. Tschernobyl 1860. Oh, fuck. Fragt mich, ob ich auch gern nach Amerika mitgefahren wäre. Dort hättet ihr bestimmt auch eine coole Public Prank Compilation hinbekommen. Und Robin war erschossen worden. Das ist doch mal eine schöne Frage. Weil nämlich zum einen so semi mitgefahren, gerne schon, semi gerne wollte ich sagen, weiß schon, aber es waren halt auch einige Faktoren dabei, die nicht so cool waren. War halt teuer. Ja, ne, das Geld ist glaube ich dann noch das kleinste. Weiß ich nicht. Hier, Alter, aber hier. Was? Ja, für dich, ja, schön. Nee, du. Nein, ich meine nur so als Spontan. Weil du, dass du das so sagst. Ja, ist natürlich der kleinste Faktor, den ich dabei gespürt habe. Nein, nein. So sollte es ja auch gar nicht sein, Mann. Ich meine nur, dass ich von Anfang an, wusste ich ja noch gar nicht, wie viel das kosten würde. Daniel meinte ja, es wird übelst billig. Der hat mir das ja einen Monat vor dir erzählt, ja. So, und da habe ich schon gemeint, ja, drei Monate ist jetzt nicht so cool, weil es reizt mich halt nicht so lange irgendwie. Ja, selbst nach Japan würde ich nicht drei Monate wollen, obwohl ich dahin will. Und dieser Trip so einmal quer, was ihr da halt alles mitgenommen habt. Die Wüste brauche ich nicht. Oder irgendwelche Naturparks oder so. Für mich ist halt interessant irgendwie mal Los Angeles, obwohl da das auch Leute weniger. Hauptsächlich San Francisco und New York, würde ich sagen so. Aber dieses ganze Rundrum, also klar, sage ich auch nicht nein, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, okay, ist jetzt so geil, dass ich das haben muss. Und halt drei Monate ist auch nicht so cool. Aber klar, grundsätzlich wäre es natürlich auch nicht schlecht gewesen. Das will ich nicht sagen. Aber der wichtige Teil daran ist nämlich, Public Prank Compilation. Da wart ihr sehr fleißig in Amerika. Aber jetzt mal Real Talk machen. Sie waren echt nicht fleißig. Ja, mal Real Talk machen. Wäre ich nämlich mit gewesen, ja. Alter, ja. Hätten sie erschossen. Da hätten die uns erschossen. Hätte Fahrrad. Da hätten die uns erschossen, aber wir hätten wenigstens Material mit heimgebracht. Nein, weil du wärst tot. Im Sarg, ja. Hätte ich mich total gefreut, hätten die mir einen Sarg mit Videomaterial gekriegt. Übelst. So nach drei Monaten, die du weg warst. Das ist ganz toll. Ja, Robert ist leider tot, aber hier haben sie einen Sarg mit Videomaterial. Nee, ich möchte ja nicht blamen. Auf eine Diskette. Ich möchte ja nicht blamen. Die sind ja auch nicht zum Filmen dahin gefahren. Ja, aber ne? Man kann ja trotzdem noch so ein bisschen. Ich meine, so Ansätze waren ja zu sehen. Das Video ist ja trotzdem wunderschön und so. Aber ne, wenn man schon mal da ist und so. Blames. Nee, ich sag ja nur, wäre ich da gewesen, da hätte ich auch gleich mal ein bisschen. Also muss ja nicht, ne? Muss ja nicht. Robert, du erzählst jetzt den Leuten einfach, dass das halt auch echt mal ein bisschen schön war, so diese Abwechslung, weil immer ich blame ja zum Glück. Also, ja, deswegen. Nur weil du vorher sagst, ich blame dich, heißt es nicht, dass das, was du danach sagst, auch mal nicht geblamed ist. Genau wie mir ist egal. Das ist total Schwachsinn. Nee, das war echt mal, also nur um das jetzt nur abzustehen, das war echt mal so eine coole Sache, gerade einfach diesen, das war echt wie, also war einfach nur Urlaub so. Hätte Robin nicht dort irgendwie geschrieben per Facebook, hätten wir wahrscheinlich noch gar nichts gefilmt oder so. Also es war echt mal eine coole Abwechslung so. Also immer so dieser Druck dahinter mit dem Filmen. Nee, müsste ja kein Druck sein. Nein, du blamst ja keinen. Erst recht nicht. Ich meine, wenn wir in Paris drei Tage sind, dann haben wir vielleicht Druck. Ja, ich dachte jetzt so, es ist so. Ja, aber wenn du null Bock darüber hast, hast du über drei Monate keinen Druck. Was hier von Druck erzählt, ey, das ist nicht so Spaß. War echt mal eine schöne. Ja, aber wenn man halt gerade mal keinen Spaß dran hat, dann muss es trotzdem machen. Dann sage ich halt so, ich hätte Spaß
Spaß daran gehabt, in Amerika was Prankiges zu filmen. Ich sag nur, ne, mit dieses ganze Drogengespräch und so, damit habe ich jetzt gar nicht angefangen. Das war jetzt, alles kommt alles von hier so. Deswegen, von Jesus? Das war auf jeden Fall mal. Alles von Jesus. Das war auf jeden Fall mal so eine gute Abwechslung. Zieh nicht den Zorn Gott auf. Gott, Gott. Gott, Gott. Gott, Gott. Gott, Gott. Schreib doch Essen. Sei Entity von Gott ist Gott, Gott. Warum ist jetzt eigentlich mein Duplo auf? Hab ich das auf? Ja, du, wenn du dir wieder am Penis rumfilmen wolltest, dann lag halt diesmal Duplo. Oh, das schmeckt so gut. Duplo. Ist wahrscheinlich das längste Praline der Welt. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass. Halte mir jetzt nochmal kunstvoll was daraus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Leute aufgrund von so einem Video jetzt plötzlich denken, Duplo müsste ich mir jetzt echt mal wieder kaufen. Doch, ich bin so einer. Oh, Kinder Maxi King, stimmt, das hatte ich schon ewig nicht mehr. Oh, das sieht so lecker karamellig aus. Also ich bin da schon so drauf. Okay. Bei mir zieht Werbung 100%. So. Das ist ganz schlimm. Wo Mando sagt, Herodes wird voll unterdrückt, das weise ich direkt mal ab, der spaßt. Der wird immer unterdrückt. Gar nicht. Das war gerade meine Seite auf, warum? Weiß ich nicht. Weil ich den Link an den Typen geschickt habe, der sich Zeus nennt. Ah, okay, Zeus. Aber der hat auch nichts drauf geantwortet, so wie es aussieht. Ja, ich kann mich halt nicht durchsetzen. Ja. Weil du schwach Vor allem, als wir beim Georg gechillt haben, ja, da hast du nicht ein Wort gesagt. Ich hab meinen Girlsch genossen. Ja, weil er so bekannt war. Entschuldigung, falsch betont. Ich hab meinen Girlsch genossen. Stimmt, das ist so behindert betont. Ich hab das auch nicht verstanden. Ah, ist das nicht die Stromberg-Brücke? Ja, irgendwie 100 Meter vom Hotel entfernt war die Brücke von Stromberg. Mm, ganz sicher war das die. Ja. Die im Intro immer da ist. Wir haben uns beraten und es war mir so sicher, dass das die war. Ja. Und da musste er dann einmal quer rüberrennen, bevor wir feiern konnten. Da habe ich gesungen. Dem Maxstone müssen wir jetzt echt mal Attention geben hier, weil wir haben das letzte Mal seine Frage übergangen. Hey, Herodes, das war eine Anspielung auf Schrödingers Katze, aber YOLO. Darf ich deinen Watchdog-Song in einem Video benutzen? Ich feiere den total ab, singe ihn die ganze Zeit meinen Freunden vor. Irgendwie finden die den allerdings nicht so schnieke. Haben eben keinen Geschmack. Die hätten den live schreib ihn mal auf Facebook an, dann gebe ich dir meine Kontoverbindung. Ich weiß ja nicht, wie er das handhabt, aber all meine Produktionen, sofern es möglich ist, sind auf Creative Commons Lizenzen. Meine auch. Und man kann sie sich rippen, wie man lustig ist und selbst hochladen und monetarisieren. Ist natürlich nicht bei allen möglich, wo jetzt zum Beispiel, gut, das ist jetzt auch schon wieder Geschichte, aber wenn Alligator zum Beispiel speziell nur uns erlaubt, seinen Song zu nutzen, dann geht das natürlich nicht. Aber so, wir benutzen ja sehr viel Creative Commons Lizenz Musik. So, aber das immer schön verlinken. Ja. Mhm. Ja, genau. Das, sonst gibt's Hauer. Das ist der einzige Deal dabei. Weil wenn das zum Beispiel irgendwelche Facebook-Seiten hochladen und dann so tun, als wäre es von denen selbst oder irgend sowas, das ist natürlich nicht so cool. Deswegen immer Quellenangabe. Wie auch hier. Lernt bei Moni. Wie heißt es? Seminarfacharbeit. 15 Punkte Kolloquium. Ja, drei Punkte, aber ich mach Punkte. So geil. Ja, das war so geil. Wir lauschen einmal kurz. Eine Schulgeschichte. Ja, das ist nur so eine kleine. Also wir hatten ja irgendwie eine halbe Stunde nach euch und waren in der Vorbereitungsphase, hatten da nichts mehr zu tun, alles war aufgebaut. Und wir lauschen so echt nur so einen Satz an der Tür und Robert sagt, natürlich geht's hier ums Klöppen. Also die haben ja ihre Seminarfacharbeit halt über Jugger gemacht. Kennt vielleicht einer, der ein oder andere von euch. Ich meine, das war sicher nicht die ganze Zeit so, aber es war halt so lustig, dass wir echt nur einen Satz lauschen. Oh, es geht natürlich ums Klöppen. Das fand ich sehr geil. Weil die mir alle irgendwann auf den Sack gehen. Weil, ja, nur Spaß, wenn du fünf Fragen kriegst, ja, die alle eine Umstellung sind von, na, ihr wollt euch doch eigentlich nur schlagen, dann sagst du es halt auch, weil damit sie nicht mehr auf den Sack gehen. Ja, ich meine, ich finde es auch nicht verwerflich, aber es war halt lustig. Vor allem, wenn du im alkoholisierten Zustand bist. Ja, ihr habt ja dann auch irgendwann drauf geschissen. Wir haben von Anfang an drauf geschissen. Naja, also Sascha hat am Anfang noch so den Eindruck gemacht, als würde er was reißen. Nein, dann ist es klar geworden. Nein. Nein, einfach nein. Okay. Einfach nein. Gut, dann nicht. Ey, schriftlicher Teil waren 2 Punkte. Naja, aber Seminarfacharbeit war trotzdem schön. Hab ich nicht eingebracht, war mir total geil. Weswegen Maxstone hier Attention brauchte, ist nämlich, ich weiß immer noch nicht, was eure Lieblingsfilme seien. Das haben wir das letzte Mal übergangen. Ich würde sagen, Herr Rodes, du hast die meisten Filme von uns gesehen, nicht. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Das würde mich echt mal interessieren. Warum musst du immer so unterschwellig blamen? Das ist vor allem nicht geblamed, weil du hast halt echt wenig Filme gesehen, also interessiert das mich bei dir. Lieblingsfilm. Teletubbies. Ich glaube, es gibt keinen Teletubbies-Film. Die Serie. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist auch kein.
Jo, lass mich das mal bis zum nächsten Mal überlegen, bitte. Toll. Nee, mein Lieblingsfilm. Ich gucke ja schon welche, aber ich bin jetzt nicht so krass drauf, die unbedingt gucken zu wollen. Soll ich dir vielleicht einen hinschreiben und besuchen? Ja, ja, bitte, mach das mal. Also, ich gucke am liebsten Dark Knight. Dann wahrscheinlich den zweiten mit dem Joker, ne? Ganz klar. Ja. Ja. Willst du noch was über den Film erzählen? So? Naja, also Dark Knight, aber das ist ja, nee, ist ja dieses US-Action-Drama aus dem Jahr 2008. Und das gefällt mir sehr, weil da Christopher Nolan den Regisseur gemacht hat. Du stehst so auf Christopher Nolan, ist so dein Ding? Die Filme von dem? Oh, die hatten eine Eventkarte auf dem Video. Welche Filme fandst du noch gut von dem? Oder? Das habe ich von alles schon gesehen. Welche Filme fand ich noch gut von dem? So, ja, guck mal bitte ein. So Inception, so, nee, jetzt, ja. Also das war jetzt deine Aussage, ja? Ja. Ich denke mal, Kalle sieht das so ähnlich. Nee, von Robert, der weiß das. Ja. Sagen. Kann auch was. Ich habe jetzt letztens The Wolf of Wall Street geguckt, den kann man sich auch mal angucken, auch wenn er lang ist so. Aber ist sehr witzig auf jeden Fall. Ist das so, ist dein der wirklich witzig? Kann mir nicht vorstellen, dass der witzig ist. Der guckt doch an, wie wir. Ja, aber ich meine, es soll keine Komödie sein. Nee, es soll keine Komödie sein. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Film. Ist nicht mein Lieblingsfilm. Was war die Frage? Lieblingsfilm, ne? Ja. Reiner Film, keine Ahnung. Herr der Ringe fand ich auf jeden Fall richtig. So bist du in letzter Zeit auch ganz schön. Genau, hätte ich auch gesagt. Herr der Ringe bin ich totaler Fan von. Wow. Ja, und mittlerweile halt nicht mehr so. Natürlich so. Der Ja-Sager. Den finde ich so witzig. Der Ja-Sager. Ach so, und haben wir zusammen geguckt, das weiß ich noch, an unserem ersten gemeinsamen Tag. So, wenn ich das war so schwul. So, hey, ich pack meinen Lieblingsfilm aus. Hey, das ist doch mein Lieblingsfilm. Das war voll niedlich. Ja. Der Ja-Sager ist ein schöner Film. Ich komme nicht. Ich komm ja, das aber ist übrigens heute Chanel. Nee, nicht nur, weil damals ja, also ich war in meiner Kindheit mein übelster Jim Carrey-Fan. Ich auch. So war hier Jim Carrey. Ja, hier diesen, Jim ne? Und dann hat nur noch hier dieses Mr. Pop aus Serie und der hat nur so viel Bullshit dran gemacht. 300. Und der Ja-Sager war dann wieder ein echt geiler Film von ihm. Deswegen habe ich den gleich doppelt abgefeiert und auch wegen so die Chanel vielleicht ein bisschen. Und weil die Musik da drin ja auch sehr schön ist. Und ja, so. Genau, die nackte Wahrheit mit Gerard Butler fand ich sehr geil. Also habe ich auch, keine Ahnung, schon 20 Mal geguckt. Weil der halt in dem Film genau meinen Humor trifft, wie ich halt auch so bin. Und keine Ahnung. Ja, find also gucke ich den Film und dann habe ich nicht verstanden. Ja. Okay. Was die Welt. Gucke ich mir den an. Zum Stück. Aber 500 Days of Summer ist auch natürlich, so. Natürlich, der geht das immer wieder. So ein Scheißfilm. Ja, der ist für dich jetzt wieder total schwul. Ich würde ihn nicht als mein Lieblingsfilm. Er wird aber nicht langweilig. Ja, das ist nämlich das Ding. Dadurch, dass der so episodenhaft so immer hin und her springt, das ist nicht mein Lieblingsfilm, aber ich kann den halt immer wieder gucken, weil der halt, der ist nicht linear erzählt und dadurch wird es nicht öde, finde ich. Genau. Ja. Und ja, aber das ist doch wie wenn du ein Album hörst, dass du weißt, okay, jetzt kam das Lied und jetzt kommt das Lied. Das ist doch dann genau dasselbe. Nee. Du weißt doch dann, jetzt kommt gleich. Ja, die Alte kommt rein, schreit sich mit dem wegen Fernseher. Nein, und dann das ist es ja gerade. Ja, sie mit dem Beil oder so, keine Ahnung. Nach 30 Mal gucken habe ich von dem Film immer noch nicht, weiß ich immer noch nicht genau, jetzt kommt die nächste Szene, das weiß ich immer noch nicht. Ich weiß es schon. Und wenn du ein Album hörst und das dann plötzlich mal auf random hörst, das ist auch nochmal was. Ja, genau. Aber doch, das ist ja immer dasselbe. Du kannst ja nicht sagen, okay, ja, ich halt höre diese Kapitel jetzt randommäßig. Ja, komm. Bist du raus. Gut, wir gehen weiter. Ja. Ich wollte noch sagen, auf jeden Fall freue ich mich. Urist, hast du den gesehen? Oh, fuck man, hier. Oh, fuck you. The Raid, ja? Wo es echt ja. 90 Minuten nur auf der Presse ja. gibt. Das ja, ist so geil. Ist und da kommt bald der zweite Teil, da freue ich mich richtig drauf. Was? Es gibt ein Hochhaus, was doppelt so hoch ist. Ja, wahrscheinlich. Echt 90 Minuten nur auf die Schnauze. Ja. Und ich will endlich mal den Film sehen mit diesem Autoreifen, der rumfährt und die Leute tötet. Da bin ich übelst scharf drauf. Echt. Also, ja, weiß es nicht, wir haben uns so den Trailer reingezogen. Und das ist echt so affig, weil es geht halt wirklich nur um diesen Reifen, der rumfährt und Leute tötet. Das ist ein einfacher Reifen, ja. Der fährt durch die Gegend und metzelt alle Leute ab. Und sowas würde mich wieder interessieren. Kompletter Film, wo es nur um diese scheiß Autoreifen geht. Und der Story hat wieder entsteht. Ich glaube, der hieß Rubber oder so. Ich bin der, mir nicht sicher. Der hat irgendwie ganz behinderten Namen. Also, was ich auch sehr geil finde, ist, weiß ich ja jetzt nicht, finde ich jetzt keine Serie, also es ist Band of Brothers, das ist ja eher so ein... Übelst geil, habe ich mir tausendmal reingezogen. Also ich hab's mir alles mal am Stück hintereinander an einem Tag früh macht angefangen und komplett durchgezogen.
Das ist so geil. Schon also, eine Serie, oder? Als wenn ja, aber das ist eine Serie. Also wenn Sherlock eine Serie ist mit 90 ist Minuten immer die Episode, dann ist es. Das ist halt eine übelst geile Geschichte und das ist, die Personen sind übelst geil. Ich finde die so cool. Da ist dieser Damian Lewis, der da, ich weiß nicht, wie heißt die Person, die da spielt, dieser Orange. Wie heißt denn der? Der Orange. Ja, auf jeden Fall. Der ist so geil. Der macht das so gut. Ja, ich habe mir da mal so dieses DVD-Set ausgeliehen, habe mir das 1000 Mal reingezogen. Ja, das ist richtig geil. Ich find's einfach. Ja. Kannst du suchten eigentlich den ganzen auf Tag? Jeden. Den nächsten Tag wieder. Ich fand den Teil. Er sagt, er findet den Teil, in dem ich über Kalle mit dem Skateboard gesprungen bin, ziemlich geil. Aber wann habe ich das gemacht? Das war bestimmt Fridolin. Ja, war Fridolin. Ach so. Kalle wird mit Fridolin verwechselt, ist ja bitter. Ja, stimmt. Ich bin nicht über Kalle gesprungen. Und Kameratyp sagt, ich soll mit Daniel zusammen Snake Eater singen. Zeig mal her. Das habe ich leider gar nicht gerade im Kopf. Und Daniel ist eh nicht da. Grammys und dachte, sie hat gewonnen. Alle so. Sehr geil, okay. Mach weiter, erzähl. Ich überlege gerade, wie die sind jetzt beide schon weg. Der Heller, der verschwindet uns gerade auch in diese Richtung. Halt nicht. Stell doch mal, ich habe das so schön mitgesungen. Ja, ihr könnt ja die Frage mal beantworten und dann überlege ich. Chalafir sagt Kritik an Herodes. Auf meinem extrem videospielbezogenen Kommentar reagiert er nicht, sondern lenkt das Thema auf seine sexuelle Cyberbeziehung mit mir. Verstehe ich nicht. Ja, stell die Frage einfach nochmal. Nicht beschweren, dass ich ihn nicht beantwortet habe. Nochmal stellen. Ich rede gerne über Videospiele mit dir. Der Herodes hat so viele Fans, da muss man sich halt manchmal anstellen und nochmal fragen. Nochmal schreibe ich auch mal über Videospiele. Ich hab schon gehofft, dass du sie mal aufsetzt mit deinen winzigen Ohren. Ich glaube, das passt gerade null, Alter. Das passt 100%. Ich wurde gerade aufgefordert, dieses Lied zu singen. Und ich habe es gerade nichts mehr. Es bringt nichts. Besser als mir. So. Guck dir das doch mal an, wie es hier aussieht. Wo ist mein Handy? Oh, ein Selfie, ja? Ja, ich möchte ein Selfie machen. Selfie! Was? Blamest du jetzt? Da unten liegt. So. Robert, du musst jetzt mal für Kalle beantworten, woher man so ein cooles Knorr-T-Shirt bekommt. Das klaut man. Bei Knorr? Ja, Kalle hat. Der wollte mal eigentlich zu Knorr. Also wollte er arbeiten als Vertreter. Jetzt kommt's. Und, das ist echt gut. Ja. Weil es fängt jetzt schon besser an als das, was ich jetzt normalerweise erzählt hätte. Und. Wollte halt da anfangen und die haben gesagt, okay, deine Noten sind halt nicht allzu all die besten, weißt du, also sind halt nicht so das, was wir uns vorstellen. Und da hat Kalle gesagt, naja, ich kann ja auch erstmal ein Praktikum machen und da haben sie ihm halt so ein T-Shirt und auch so eine Maske in die Hand gerückt und da ist er halt durch die Fußgängerzone und ja. seine Arbeitskleidung. Und halt, keine Ahnung, noch 3 Tage hat Kalle gemerkt, das ist total verarschen. Nein, den Hut ab und hat nach dem Boden und das ist, aber gesagt, das T-Shirt, ja, das kriege ich nicht wieder, das nehme ich als Strafe. Und der Betrieb so richtig finanziell leidet. Bravo. Sehr, sehr gut. So, Cloud Strife meint, deinen Stream gesehen zu haben bei 10.32, genau. Anna. Meinen? Ja, ich habe das überprüft, aber das stimmt nicht, das war einfach nur dein Gürtel. Ja, Niemand sieht meine Unterwäsche. Luca Koch fragt außerdem, macht ihr eigentlich dann mal ein Watch Dogs Let's Play? Du bist wunderschön, Du musst so leicht von oben fotografieren, damit man die Augen besser sieht. Außerdem machen Mädchen das so immer leicht von oben. Ich bin auch kein Mädchen. Du machst dann vielleicht ein Watch Dogs Let's Play, aber... Was ist das, wenn man so die Augen sieht? Ich finde das, ich find das nicht gut, was hier gerade passiert. Ja, das ist gut, das sieht ich finde das nicht gut. Hier, die sind überhaupt nicht engagiert. Die sind aus. Das ist sexy. So, dann machen wir mal. Ja, da drüben, guck doch mal. Ja, na da ist halt spannend. Du blamest den Herodes, deswegen findet er das auch spannender. Das kann ich gut verstehen. Wen hab ich denn geblamed? Wir sollten Robin bei Nosterafu rausschmeißen. Ja, weil ich, wer weil ist dafür, dass Robin Nosterafu rausfliegt? Schreibt's in die Kommentare. Weil ich gerade der Einzige bin, der die Frage weiter beantwortet hat, ist das auf jeden Fall sehr gerecht, dann mich rauszuschmeißen. Ein so. Nosterer Streit vor der Kamera. Ja, eine Nosterer Ablenkung vor dem Laptop passiert da gerade. Tja, dann verbiete doch deinen Gästen sowas. Nö, mega nicht. So, die können dann ihr könnt jetzt mal in den Kommentaren fleißig blamen, wie sie euch voll nicht beachten.
So, Setama sagt nämlich, krasse Geschichte. Die beiden Buben aus Amiland sollen mal sagen, was man an so einer Reise besser machen kann und was schon gut war. Gut, dann erzähl mal. Video, also man kann auf jeden Fall besser machen, dass man mal ordentlich schießen geht und nicht nur das Billigste mit der Schrotflinte macht. So solche Idioten, alle sind dort, weißt du? Und dann lass dich mal krachen. Und dann hört deine nämlich voll, hey, nimm mich mal mit zum Schießen. Ja, wir haben aber geschossen. Ja, mit der Schrotflinte, Alter. Ja, wir durften. Das kannst du in jeden Hinterhof hier. Wir durften nichts anderes schießen. In Weimar, der Nazi-Stadt. Wir haben immer Paraffin. Wir haben nachgefragt, wir durften keine Rifles schießen und mehr nicht. Also aber Robert hat mir erzählt, naja, wegen Geld und so. Nein, und das war wirklich, wir durften das nicht. Da musste erst irgendwie einen Kurs machen und wir waren halt nicht so lange da. Weiß nicht, was Stifter verzapft hat, aber ist auf jeden Fall nicht so gewesen. Idioten, ey. Will mir mal jemand bitte da unten ein Bier geben? Nee, nicht mein Feuerzeug nehmen, wir ein Bier geben. Gut. Danke, also das kann man besser machen. Kann es, falls du und wer willst. Ich habe vorsichtshalber für dich nur eins eingeplant. Frau 4 sagt, kennt ihr das, wenn man sich am Morgen fragt, warum und wofür man aufstehen soll? Oh, jetzt, das war ja mal ein tiefer Abfall. Erzählt mal was über Selbstmotivation. Einmal bitte ritzen. Genau, ich ritze nicht im Frühstück. Also, was ich auf jeden Fall habe, mein Alarm-Dings-Ton-Wecker ist ein Lied, was ich dermaßen geil finde. Ja? Da springe ich aus dem Bett und gebe mir halt Feuer. Weiß nicht, das mal laufen kriegt. Das kenne ich auch, aber wenn das natürlich dann zu. Vor allen Dingen, es passt halt noch perfekt zu einem Morgen. Also. Aber wenn du es dann zu oft hörst, ne, kannst ja, du schon auf den Sack. Ja, die Sache ist, ich höre meistens nur 3 oder 4 Sekunden. Ja. Aber das reicht halt, keine Ahnung. Da habe ich schon wieder übelst Bock, am besten pumpen zu gehen. Ja, du gehst ja immer nur pumpen. Deine Fresse. Nee, das ist ja schön. Ja, das ist ja jetzt hier, ne, so vom... Ich werde von meiner Katze motiviert, bevor du jetzt weiter laufst. Nee, vom Deepness-Grad ist das halt jetzt hier so, weißt du. Was, uns motiviert aufzustehen? Ja. Ich meine, naja, schon ein bisschen tiefer als, was kann man in Amerika besser machen? Ja, ihr Boots mit der Schrotflinte. Hallo? Ich stehe ja frühst. Nee, das ist ja gar nicht schlimm. Ich sage nur irgendwann auf. Weil meine Katze gefüttert werden muss und die will raus. Das ist meine Motivation. Und meistens muss ich auch tierisch pinkeln oder habe schlecht geträumt oder will endlich einen Kaffee. Und das ist, ich kann doch nicht so lange schlafen. Das ist einfach scheiße. Macht keinen Spaß, aber umzuliegen. Weißt du, was ich meine? Der Kollege ist halt vielleicht jetzt gar nicht so... Weißt du, der denkt sich, warum soll ich dann mich in die Schule schleppen? Dann braucht der Kollege ganz dringend eine PlayStation. Weil das motiviert mich im Zweifelfall immer zum zumindest aufsetzen, um den Controller zu nehmen, sie anzuschalten. Ja, aber vielleicht also, steht er ja morgens auf und muss in die Schule und hat dafür keinen Bock drauf. Ja, dann kann ich das verstehen. Da hilft so, aber ich glaube, das wäre jetzt so eine Frage wie, oh, ich will gar nicht mehr, ich stehe morgens nicht auf. Und ich ja, das vielleicht auch das und deswegen, ne, und so. Dann such dir doch was dich motiviert und ja, such dir was, mach ein Hobby. Mach einen Hobby. YouTube-Kanal, wo du singst und dann freue ich mich die ganzen tollen Abonnenten. Such dir einfach ein Hobby. Genau. Ja. Nein. Ich meine, ich kann ja jetzt auch noch mal, muss ja auch mal drauf und so. Du musst dich da schon selbst motivieren. Ja, aber machst halt meine Arbeit, weißt du, dann kann ich machen, was ich will. Genau. Wenn du das für dich brauchst, dann setzt dir halt ein großes Ziel, weil auch wenn es aktuell vielleicht für dich nicht ganz cool ist oder für jemand anderen, der das gerade hört, dann kann man sich ja, also ich persönlich brauche das jetzt nicht, aber wenn man zum Beispiel sagt, hey, in den nächsten 10 Jahren will ich auf den Mond fliegen oder was weiß ich, dann hat man was, worauf man hinarbeiten kann, ja, nur als Beispiel. Oder wenn es nur ist, in den nächsten 10 Jahren will ich nach Amerika mal fliegen und auch so einen Roadtrip machen oder was weiß ich. Und dann ist deine Motivation, du gehst in die Schule, machst deinen Scheiß ordentlich, verdienst vielleicht ein bisschen Geld, machst dann einen Bastard-Move, damit du ein Urlaubssemester kriegst und dann gehst dann nach Amerika. Ah, ich habe gehört, da gab es einen Bastard-Move. Das würde mich mal dringend interessieren. Nein, ich glaube, das war glaub, glaub, zu aktuell. Nein, das war es nicht. Darum geht es auch gerade nicht. Ich hab mein Lied gefunden. Genau, du kümmerst dich um dein. Mach mal kurz leise, ich muss was. Das passt hin. Sogar, ja. Was passt das? Also, es ist. Sorry. Ich habe jetzt ernsthaft damit gedacht, dass es jetzt. Ja, das kommt halt danach. So, lass mal auf, dass du jetzt auf senkrecht im Bett stehst. Ich wollte noch ganz kurz, falls die Caroline aus Weißwein, nee, wo kam die her? Weißwein. Rosswein, falls sie das sieht, Prost auf uns beide. Wir zwei. Also. War sehr schön. War sehr schön. Wenn ihr auf Nosferaforts Sachen erraten seht, dann wisst ihr auch, wer Caro ist. So ein bisschen. Die war echt gechillt. Also, Hala 4, auf jeden Fall, wenn du Motivation brauchst, such die nicht bei anderen, sondern bei dir, Mann. Und das machen wir früher, wenn du aufstehst. Das ist cool. Ja, wenn du suchst.
ausrasten. Und du musst außerhalb der Reichweite deines Bettes legen, also krank für euch aufstehen. Ja, das war schon krass, da könnte man nicht mehr ertragen. Da stand ich zu Hause drin. Vielleicht sieht deswegen auch mein Handy so aus. Das kann sein. Nee. Okay, yo. Weiter geht's. Jetzt haben wir diesen deepen Shit hier mit sowas untermalt und ne, such deine Motivation nicht bei den anderen oder so. Das wäre echt du irgendwo. Fährst mich nachher noch, oder lieber Heller? Na klar. Das ist so geil, finde ich. Ich schick dich noch laufen am Bahnhof. Mhm. So. Alter, was hast du verpasst, ey? Ich schick dich noch laufen am Bahnhof, warum sagst du da nichts? Ich muss aber in die Richtung tatsächlich. Ich weiß, deswegen. Telly the Held Richel. Kalle sieht mit langen Haaren so viel erwachsener aus. Oh! Kalle sieht aus wie ein Mädchen mit langen Haaren. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, Robert antwortet ja eh für dich, Kalle. Achso, Entschuldigung, ja, das war so geil, als du in Amerika dann das geschrieben hast. Mit das, hier, machst du blond und nehme ich von hinten. Was ich immer übelst geil finde, meine Cousine schickt mir permanent irgendwelche Fotos, die sie vom Fernsehen abfotografiert. Oh krass, der Typ sieht aus wie Kalle! Und ich sehe halt nur dieses Kika-Symbol. Das ist Kalle. Ey krass, guck mal hier, ist das auch Kalle? Ja, das ist Kalle. Das ist echt übelst. Sie findet das total krass, sie hat das nicht gedacht. So, sie voll geflasht. Also ihr Sohn guckt dich regelmäßig da wohl an. Witzig. Das ist ja, übelst, aber übelst krass, ey. Der versteht das ja alles noch. Der versteht das auch nicht, der guckt ja auch Berlin Tag und Nacht. Männer ist ja mal schon drei. Glitcher X, für euch Vollpfosten würde ich dort sogar anrufen und den habe ich jetzt hier drin gelassen, um nochmal fett Danke zu sagen für alle. Für alle, die angerufen haben. Nee, denn wirklich. Es war ja wirklich mein zweiter Platz. Selbst meine Mutter hat angerufen, Alter. Ja, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das haben viele angerufen. Also. Ihr habt ja jetzt gesehen, der Handverband hat gewonnen, also waren wir quasi der zweite Platz insgesamt. Ja, ja das kann man jetzt so sehen, natürlich. Nein, das muss man so sehen. Das ist, überlegt mal, ey, wenn der Handverband. Das ist noch daran, haben die vom Handverband jetzt eine Million bekommen? Ja. Die haben gewonnen. Geil. Alter, da fuck. Wisst ihr, was da los ist, Alter? Die kaufen da, die werden sich so viel Gras kaufen, das ist echt ärgerlich. Ich muss mich da unbedingt noch anschauen. Hallo, der Georg Wurz ist ein sehr rechenschaffender Mensch. Ja, das hat er erzählt. Rechenschaffender. Der baut Rechen. Gekackt, Alter. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. So. So, außerdem, wie war es bei der Millionärswahl? Das hatten wir schon mal. So, Telly the Hellrichel. Wann macht Anna mal in einem Prank-Video mit? Eine Hitman-Version mit Frau wäre interessant, ob die Zuschauer weiterhin so passiv bleiben. Ich habe da rasieren. Ich habe da eher eine Idee, was wir demnächst mal machen in Richtung Sozialprojekt, aber das machen wir nicht vor der Kamera. Okay, top secret. Ja. Da kann Anna dann auch meinetwegen die Vergewaltigerin sein. Die Vergewaltigte, ich bin immer nur die Hure, ich bin immer nein. So. Oh, ich möchte eigentlich nicht einen Hitman spielen, weil ich habe echt keinen Bock auf Klasse. Nee, auch so, also wenn, dann wäre es schon was, also wir haben da ja auch schon wieder was, so vielleicht ein Plan, aber dass es so passt und so, ja. Also wie gesagt, Hitman hat halt Glatze und wir versuchen uns ja schon an das Original zu halten. Deswegen. Und deswegen bin ich immer nur als Nutte da. Ich weiß das nicht, muss ja schon du könntest, passen. Du könntest zum Beispiel mal Bayonetta sein, die ist nämlich nur mit ihren Haaren bekleidet. Alter, dafür sind die echt ein bisschen arg kurz. Naja. Das fände ich schon mal gut. Das hat damit bekleidet überhaupt nichts mehr zu tun. Toll. So. Sie ist doch angezogen, sie hat doch Haare auf dem Kopf. Toll. Der Kollege ist Stainable oder so. Der hat länger nichts geschrieben oder schreibt nur beim Feedback. Was auf jeden Fall, du bist nicht vergessen, cooler Typ. Welche Ernsthaftigkeit dieses Mützchen. Ja, er sagt halt, ich hatte diese. Was war denn das? Das war der Nikolauskorb von meiner Mama, den sie dir gehäkelt hat. Genau, das war's. Ich weiß nicht, ob er das ist. Ach nee, das war ein anderer, der fragt mich dann, was das für ein Klopapierwärmer war. Alter, das hat meine Mama selber gehäkelt. Ja, das war so. Für Nikolaus sein Köpfchen mit seinen Süßigkeiten. Darf ich die mitnehmen? Nie im Leben, die habe ich erstmal gekauft. Wieder hochrot wirkende Kopf, Kalles Haare, die sich im imaginären Wind bewegen. Herodes und Anna, die sich. Hallo! Die ist aber im Himalaya gemacht. Hallo. Ich bin zumindest drauf, ja. Attention, das könnt ihr alles dann erzählen. Und blame das. Los, keine Markets. Herodes und Anna, die sich grazil ihre Soße verschmieren. Und Herodes, wo wir bei Herodes sind. Hey, was geht ab, Alter? Hat wer von euch eine Abmahnung von RedTube bekommen? Bestimmt Anna. Was ist ein RedTube? RedTube, das sind die abgemahnt haben. Im großen Ziel. Das da, Lustige. Das habe ich nämlich zu David gesagt. Im Folge dieses Prozesses kam nämlich raus, dass hier in Deutschland festgelegt wurde, ein Stream ist nicht illegal. Richtig. Das haben sie nämlich jetzt festgelegt und das Geile ist,
dass jetzt die verklagt haben, jetzt verklagt werden. Das ist Teil, ja, aber ich habe es nicht ganz mitgekriegt, aber die haben irgendwas in Afrika da jetzt angegeben, von wegen irgend so ein Land, von dem man noch nie gehört hat. Ich habe leider mal halb zugehört, als der Herr... Afrika, das Land, von dem man noch nie gehört hat. Geil, ein Alt-Afrika ist ein Kontinent, ein Land. Ja, deswegen, ja. Alter, ich habe dem Kollegen von Selber Video an dem Tag nicht so Land gut zugehört, Mann. So, Mann, ja. Afrika, das verschollene Land. Multi-Multi-Max, sage ich jetzt einfach mal, gegen alles und für nichts. Jetzt wissen wir endlich, in welche Jugendkultur wir euch ein Glied ernten können. In die Oi-Punk-Szene. Bitte nicht mit Punk verwechseln. Die ist ja grundsätzlich gegen alles. Wurden wir in eine Schublade gesteckt jetzt? Tja, jetzt wurdet ihr wohl und übel in diese Szene reingehitlert. In diese Szene. Das ist okay. Ich bin voll der Oi-Punk. Dazu wollte ich gerade nämlich voll was sagen. Aber Robert, du hörst ja, ist das ja nicht so Oi-Punk, was die Freiwilds machen oder so? Ich bin da leider nicht so drin. Machen die nicht andauernd Oi-Oi-Punk? Nein, Freiwild ist total recht. Soll da nicht ja schon wieder, hab ich schon wieder gelesen, irgendein Lied soll zensiert, indiziert werden von den... Ach, ganz ehrlich, sollen nicht alle ficken mit ihrem Rechts und Links und ganz ehrlich, seid doch alle erwachsen, oder nicht? Naja, keine Ahnung, wenn mir was nicht passt, höre ich es halt nicht. Ich bin keine Schublade. Weiß ich nicht. Ich bin Teil gesammelt, warte mal. Und ganz ehrlich, dieser ganze, Rechts ist so schlimm und Links ist so schlimm und... Ey, ganz ehrlich, du siehst gar nicht, jeder, was du willst. Ich habe jetzt nicht ganz, ich hab nicht ganz verstanden, gehört, worauf du jetzt hinaus wolltest, aber ich will sagen. Naja, ich finde das halt. Ich stehe auch nicht auf diese Schublade. Was ich sagen wollte, ja, Schublade top. Nee, das auch, aber dass Extremismus, egal in welche Richtung, total dumm ist. Richtig, also, finde ich. Wenn man seinen Gedankendings hier so, nur das ist richtig, dann ist es grundsätzlich nicht so gut. Ich bin quasi extremistisch. Dass ich Extremist grundsätzlich schlecht finde. Ja, finde ich auch. Das ist ganz schön. Weil ganz ehrlich, ja, die Linken sagen, ja, die Nazis setzen unter Druck und keine Ahnung, du hast das, irgendwelche Nazis irgendwelche zusammenschlagen und genauso hast du es andersrum. Ja, das sind 20 Linke auf einen Nazi. Genau, und das ist halt immer, die fühlen sich alle nur in der Gruppe stark. 1-1 war, stehen sie da, ja. Das wird auch echt krass. Wollen wir mal drüber reden? Ja, ganz ehrlich. Die Bullen sind genauso, die kommen auch nur in der Gruppe. Es ist da sind die nicht bereit. Das wäre mal geil. Ja, aber ich meine ganz ehrlich, das hast du zum Beispiel auf dem Zwiebelmarkt. Hast da du kommt schon rausgefunden? aber jetzt auf dem Schlossplatz stehen zwei Bullen. Also eine übelste Gruppe. Und drei, ja, und 30 jetzt so in unserem Alter stehen drumherum. Das sind die kleinen Leute ohne Ende, die reißen nicht Maul auf. Und dann kommen sie hier in Anzügen und so, gell? 6 Mann, 12 Mann, immer ein 6er-Team. Auf einmal haben sie große Schnauze, gell? Ja, aber musst du eigentlich mal verwackeln. Also was ich allgemein uncool finde, jedes Mal, wenn irgendwas mit links oder rechts oder euer angesprochen wird, wird immer so eine riesen Diskussion daraus. Wie war denn jetzt die Frage eigentlich? Das weiß niemand. Also der Kollege wollte uns in die Oi-Punk-Szene eingliedern und dazu... Ja, okay. Hast du Denise geschickt? Ja, also das hast du ja schon gesagt, Eingliederung ist ja sowieso immer so ein Ding. Eingliedern und sein, wo ihr wollt, aber... Ich habe ja auch noch mehr, ich habe nur Frauen. Ach, wir gehören nirgendwo richtig dazu, zumal ja auch jeder in der Gruppe auch noch jeder verschiedene Meinung hat und so, ne? Und Oi. Ja, Oi ist ja auch so ein bisschen so, dass einem alles scheißegal ist so und das vor allem keine politischen Einstellungen, ne? Hatet mich bitte dafür, wenn ich das falsch gesagt habe. Und jetzt, Ich habe nur die Hälfte gehört, aber ich glaube. War das jetzt wieder ein Blenden? Nein, ich habe gar nicht gesagt, warum oder wegen wem oder so. Ich habe nur gesagt, das ist. Ach, deswegen. Du guckst ja Pussys an den Milchbad. Das ist ein declarative Statement. Nee, das ist süß. Ich stehe auf Katzen. Jo, Kollegen, da drüben. Ja, ich hab's geschafft, mit so einen Druck zu machen. Wie auf jeden Fall, ich hab halt da wohl eine richtig proper Antwort gegeben, du Kollege. Also. Ja, na klar, aber ne? Ja, das zum Beispiel, seit es auf ist, hat er gar nichts mehr. Ja, das ist aber nicht mehr. Ja, das ist in dem Feedback immer mal für mindestens eine halbe Stunde offline. Das ist doch vollkommen normal. Er guckt dann immer ein bisschen irritiert. Das bringt halt alles gerade irgendwie nicht. Also, nein, das ist Wildpunk 10. Das bringt ja nichts. Stress mal deinen Personal. Bring dich ein. Ey, Alter. Ja, du kannst auch der Kamera davon zugucken. Die Kamera freut sich darüber. Weißt du, ich bin auch Herr. Was wollte ich denn jetzt sagen? So, Kalle hat nämlich wahre Worte gesprochen und das letzte. Das letzte mit dem Punk-Ding, wenn ich das Bild jetzt spiegle, dann wird es erst. Ach, oh Gott, ich hatte eben den rechten Arm hoch. Jetzt bin ich voll der Nazi. Ja. Nimm beide Arme hoch, das gut. Nee, jetzt. Das kommt nicht raus. Schießt. Nein, das zum Beispiel mit dem Punk, da ist das Paradoxon an sich, ne, sage ich immer wieder.
hey, wir sind jetzt mal alle Punks oder auch Hipster. Und ja, Punk wollte sich ja ursprünglich auch ja so von der Menge absetzen und so und ihr eigenes Ding machen. Und dann aber entwickeln sie quasi eine eigene Uniform, um dann doch wieder alle gleich auszusehen. Das ist so dumm und so paradox. Das wollte ich jetzt kurz sagen. So. Warum seid ihr so hübsch, fragt Alexander Nussbaumer. Ich komme aus Schöndorf. Weil ich sehr hübsche Eltern habe, die mich produziert haben. Wie haben die das gemacht? Die hatten Geschlechtsverkehr vermutlich. Mit Penis in Vagina. Also ist das richtig bildlich vorgestellt? Mache ich jetzt momentan, aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das hat trotzdem was sehr Sauberes und Reines. Es sind schließlich meine Eltern und die haben das nicht mit dem Gedanken gemacht, sie wollen jetzt versaut sein und wilde Pornosachen machen, sondern die haben gedacht, gut, Liebling, wir machen jetzt Liebe, wir umarmen uns jetzt fest und durch Zufall rutscht dein Penis in meine Vagina und dann machen wir eine schöne Tochter. Und das hat nichts mit verschweinsten Sachen zu tun, ich bin aus reiner Liebe entstanden. Der Rot ist Wann und Unfall. Ich habe das irgendwie andersrum erfahren, aber ich weiß nicht, was dir erzählt wurde. Okay, ja. Meine Tante hat immer gesagt, deine Mutter muss nur einen Schlüpper aus dem Fenster hängen und schon ist sie schwanger. Ich vermute, dass genau das geschehen ist. Sie hat einen Schlüpper aus dem Fenster gehangen und dann war ich da. Naja, ist schon okay. Boss Strichgeher, sag mal wieder was, geiler Typ. Ich feiere es, wie bei 10 Minuten 30 sie sich hinsetzen möchte. Also du, vermutlich mal. Ich bin ja sie. Der Erste versucht wegzugucken, als sie ihren Arsch in die Richtung der anderen streckt. Der Zweite ist total fasziniert von seinem Stück Pizza. Der Erste war übrigens Herodes, der Zweite ist Kalle. Mit seinem Stück Pizza. Der Dritte wagt nur einen kurzen Blick, das war Daniel, und denkt sich, oh, wenn das jetzt jemand sieht. Und der Letzte wagt auch einen zögerlichen Blick, wobei dieser ja machen kann, was er will. Ja, Namen möchte ich eigentlich gar nicht nennen, da ich sicherlich nicht alle fünf weiß und keinen ausgrenzen möchte als eine Nummer. So, gut, schon mal peinlich, dass du die Namen nicht kennst. Peinlich! Und du darfst natürlich immer auf den Hintern gucken. Nein. Herr Rodes hat nicht gerne reagiert, der hat beschämt weggeguckt. Gar nicht mal beschämt. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Der Arsch der Schwester ist nicht so mein. Ja, also. Ich hab sie vor allem schon mal nackt gesehen mit vier in der Badewanne. Ich hab ihn auch nackt gesehen, ich kenne sogar seinen Dullerhahn. Ja. Und damals war es noch eine Dullerhenne. Eine sehr niedliche Duller. Egal, wir reden jetzt über seinen Penis. Ach, shit. Ja, Spider-Mike fragt, ob wir den Film gesehen haben, in dem ein Typ namens Spider-Mike vorkommt. Ich nicht, keine Ahnung. Nein, ich auch nicht. Und er sagt aber auf jeden Fall nachholen, wenn das nicht so ist. Jetzt müssen wir Google Film mit Spider-Mike. Ja. Mit Spider-Mike. Der Hauptprotagonist oder so. Und so lange sagt Madge in Sandman, Kalle verwechselt Horizont mit Ego. Mal gucken, ob das Sat.1 auch irgendwo gestreamt wird. Ja, wurde es. Ich gucke nämlich seit Jahren kein TV mehr. Hab auch gar keinen Anschluss und das ist gut so. Haben wir auch nicht. Also TV ist echt unnütz so. Ja. Ich meine, wir waren im Fernsehen, aber ich habe dadurch ja nicht weitergeguckt. Doch, stimmt, Backstage war ein Fernseher, da haben wir ja. Im Hotelzimmer habt ihr euch auch bestimmt. Ja, mit Georg, als wir gechillt haben. Nee, auch am nächsten Tag, kurz direkt nach der Show, wo ich denke, wegen den Feiern, gucken die sich lieber nochmal die Wiederholung von ihrer eigenen Show an. Das aber es war nicht schlimm, denn so hatte ich die Bar für mich. Das war wirklich schlimm. Weil war es nicht am nächsten Tag, sondern am Abend. Am gleichen Tag noch. Das war es eben von der Show und dann guckt ihr euch die Wiederholung von der Show an. Hat die Geiger gesehen. Obwohl wir feiern wollten und dann bin ich halt alleine an die Bar und das war echt cool. Also es war auch schon schön, so 7 Jahre alte Havanna, war zwar schweineteuer, aber ich war echt blau, als sie eine Stunde später runterkam. Ich war richtig blau. Das war cool. Hat sich gelohnt. War echt chillig. Anders, grenzenlose Ehrlichkeit ist echt bewundernswert. Wieso? Weil du so ehrlich bist, das ist der Bewundernswert. Wenn du das jetzt tatsächlich so meinst, wie du es sagst, dann hab ich dich lieb. Oh, danke. Kalle sagt doch die ganze Zeit und David kann damit gar nicht umgehen. Du hast es vielleicht gar nicht gemerkt. Alter. Was, ob ich die hatte? David nicht umgehen? Nee. Hier. Alter. Kalle hat nämlich die ganze Zeit und David habe ich das seinem Gesichtsentgleisung voll angesehen, dass er damit gar nichts anfangen konnte, wenn Kalle immer gesagt hat, ganz, ganz großartig ist es hier. Ganz, ganz toll. Also wirklich so großartig, was hier gerade passiert. Ja, das konnte er nämlich auch völlig einordnen. Leander K. sagt oder fragt, kommen mal wieder Pink Battles? Ja, da musst du mal Daniel fragen, der hat in letzter Zeit nicht so viel Zeit. Der ist nicht alles Daniel zu blamen. Ja, der wird jetzt alle Daniel blamen. Das hat jetzt das Recht, das Lost Terra Recht, den Daniel zu blamen. Und jetzt löse ich das mal auf, weil als Strafe, dass Daniel keine Zeit hat für Pink Battles. Pink Battle habe ich seine Brust zensiert im Amerika-Video als Strafe. So. Arinori Karamonirita. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ich kenne ja voll gar nicht.
Von wem niemand denkt an euch, komme ich extra mal nach Weimar. Ach, du warst das. Nee, wir wissen das ja voll. Ich habe dich noch im Video gesehen. Seid ihr zwei ausgerechnet nicht da? Aber naja, Hauptsache ihr hattet Spaß. Ich hatte auch so meinen Spaß. Ja. Das klingt ja fast schon vorwurfsvoll, ein bisschen bitchy. Hauptsache ihr hattet euren Spaß. Also ich hatte auch meinen Spaß. Das war sehr schön, dass du uns besucht hast. An dem Tag konnte ich ja leider nicht. Und Kalle war kacken. Und MCM war auch da. Ja, und Herr Rodis hatte sein tolles Glitzer-T-Shirt an, was Männer so im TV auch tragen. I wanna dance my world oder so. I wanna dance, dance the world. Mit Glitzer auf einem weißen Mädchen-T-Shirt, was weit über den Hintern geht. Das tragen Jungs so im TV. Ja? Oma hat mal einen Moderator gesehen, hatte das auch an. Dazu auf diesen rosa Schal, definitiv. Hat mir Oma geschenkt. Ja, alles Oma ist immer. Ja, Oma schenkt auch immer beutelweise Portemonnaies dem Herr Rodis. Mm. So, das ist fast echtes Leder. 100% Imitat. Das ist ziemlich geil. Ja. Ich weiß auch, sie wollte mir mal einen Beutel Portemonnaies andrehen, mit lauter hässlichen Portemonnaies. Ich habe gesagt, nein, Oma, ich will die nicht. Für jeden Tag ein anderes. Ich habe gesagt, nein, ich will die nicht. Und zwei Wochen später habe ich den Beutel bei Herr Rodis ins Zimmer gefunden. Er lässt sich dann immer so bekommen. Er ist einfach menschlicher und hat ein bisschen mehr Mitleid. Aber ich habe ja über die Jahre... Ich hab den was tut es mir weh, wenn ich den vernehme? Das ist es ja. Wegschmeiße. Ich bin auch einfach, ich sammle das Zeug schon mehr Jahre. Ich habe massenweise Klamotten von Oma. Dieser weiße Anorak, ich bin so froh, dass ich den nicht anziehe. Musste. Das war so schlimm. Da ist sie echt ausgerastet, weil Mutti ihr schon gesagt hat, dass ich den nicht anziehe. Das war echt die Hölle. Ich hatte ewig Angst vor diesem weißen Anorak und der war so hässlich. Jetzt habe ich zumindest den rosen Pullover genommen. Ich habe gerade schon den ersten Teil davon gesehen, der war nicht schlecht. Was ist eigentlich der Plural von Klitoris? Ich weiß nicht mal, was ein Plural ist, also klinge ich mich aus. Ich weiß nicht mal, was der Klitoris ist. Herr Rodi. Also, ich muss ja dazu sagen, Robert, wenn das welche wissen... Du hast das vorher gegoogelt. Oh, nee, Robert, wenn das welche wissen, dann wir, weil wir haben ja sehr erfolgreich Latein gemacht. Mehrere Jahre. Und sehr erfolgreich mit Vagina. Und wenn es Klitora wäre, dann wäre es Klitorä, das weiß ich. Ja. Aber bei Klitoris, eieiei. Klitoridis. Nein. Vermute ich. Google mal, hast du es echt rausgeholt? Warte. Ich sag es. Kommt von Kleitoris eigentlich und kleiner Hügel. Aber ist es jetzt echt Klitoritis? Ja, das klingt wie die Entzündung der Klitoris. Klitoris und Klitoridis. Ja. Klitoridis, nicht? Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte Klitorie, wenn dann oder sowas. Aber naja, gut. Onanierende Otter. Was? Onanierende Otter. Achso, okay. Das war übrigens weitermal gegeben. Ja. Das Video zum Roadtrip in den USA ist einfach der Hammer. Gut geschnitten. Genau, das wolltest du doch hören, oder? Nein, das hat er geschrieben. Hast du die Leute wieder angebettet, dass er dich irgendwie loben? Das hat er geschrieben. Hab's schon einige Male jetzt angeschaut. Man merkt richtig, wie viel Spaß ihr habt. Ja, Kalle, erzähl uns doch mal, ohne jemanden, ohne Person X zu blamen, wie viel Spaß ihr teilweise hattet. In dem Video sieht man eigentlich echt nur einen Bruchteil. Man muss sich ja überlegen, dass wir ja auf diesem ganzen Roadtrip ja nur zu, keine Ahnung, 20, keine Ahnung, also 10% die Kamera an hatten und von diesen 10% ja nur, keine Ahnung, 5% in das oder 2% nur in das Video reingekommen sind. Also von den 3 Monaten ist das echt nur ein kleiner Bruchteil. Es sind schon echte Perlen so dabei auf jeden Fall. Aber also so ein Roadtrip kann man halt auch nicht in einem Video festhalten. Deswegen. Ich finde, das Video ist so ein richtiges Neidschmach-Video. Das zeige ich so Leuten, wenn ich sage, guck mal wie geil ich bin, guck mal wie geil das hier in Amerika war. So. Aber, wie ihr seht, also, hier wird Desinteresse vorgeheuchelt, weil ich ja auch Desinteresse die ganze Zeit zeige, deswegen. Danke, ich habe die Frage beantwortet. Ich weiß, ich habe dir aufmerksam zugehört. Mhm. Das ist sehr schön, das Video. Nein, du hast geschnitten. Nein, ich wollte voll auf was anderes hinaus. Weil es gab ja diverse Umstände, die nicht so cool waren daran. Und das finde ich halt etwas belustigend. Kalle ist nur so deprimiert, weil seine Filmkarriere voll den Bach runtergeht. Und das hier seine einzige Chance ist, weiter irgendwo im TV zu sein. Die hat gerade sehr, sehr gut im Biss zu bleiben. Ach so, er guckt jetzt, die ganzen Agenturen schauen gerade zu. Genau. Er spielt jetzt quasi den Desinteressierten. Das machst du sehr gut, Kalle. Danke. Wir nehmen dir die Rolle ab. Und falls ihr die Millionärswahl gewinnt, könnt ihr den Watch Dogs Song um dich in. Dieses Jahr bei der Millionärswahl, da war sehr viel los, es wurde viel gezeigt und viel gelacht. Das Beste war von uns der Raffel TV, die haben die Scheiße gerockt. So, ich sag's nur so, wer meine Texte umdichtet, der macht das nicht gut. Das haben wir auch vorhin bei Robins Post gesehen.
Hä, hey, der war übelst gut. Ja, genau. Mach das bitte nicht. Du hast also deine Texte, nur wenn du die selbst umdichtest, sind die gut, ja? Nur wenn ich die selbst herstelle. Dann und selbst umdichte. Dann möchte ich mal dazu sagen, dass in seinem neuen Song im Console Wars, ja, dass der Teil, den ich singe, dass ich den auch nochmal umgeschrieben habe, weil das hat voll nicht hingehauen. Ja, das war nur so eine Demo-Version, die war... Ja, aber die habe ich ja geschrieben. Und der letzte Part, der dritte, ist auch umgeschrieben, der Anfang ist umgeschrieben vom Toypimp. Müsste man es jetzt hier Alter, wieso wollt ihr, dass ich was sage? Was denn? Du hast es doch gesagt. So, ich gucke mir jetzt die hübsche Frau da an, die was sagt. Jetzt blamest du, ja? Nein. Ich meine, wenn wir hier kurz... Ich unternehme etwas mit Kalle. Wenn wir gerade rum Nostratusin. Das ist meine Hand, ja. Wir sind alles erwachsene Menschen. Das ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Nee, Leute, ich gucke jetzt mit Kalle Fotos an. Lass mich jetzt bitte ich brauche jetzt mal 10 Minuten Blame Auszeit in deine Richtung von Kalle. Ey, ich geh gleich raus. Tschüss. Scheiße, nicht gut. Weißt du? Ich meine, wenn hier nur 4 Leute sitzen, aber 4 dafür mitmachen, ja? Dann ist das schön. Ja, aber wenn der eine mitmacht und die anderen hier die ganze Zeit labern. Wenn wir hier einen aussitzen haben, dann oder wenn ich hier erzähle und du den Laptop anguckst. Darf ich eine alte Musiklehrerin zitieren? Dann macht er die Tür von außen zu. Ja. Und ich mach's wahr. Und Frau U. hätte dann noch gesagt, und du fässt die Türklinke von außen an. Ja. So, das war nämlich die reinste Folter dann für uns immer. Übelst, ich kenne das auch, wenn du aus dem Raum geworfen wurdest. Nein, wenn du die Türklinke von außen anfassen musst, dass du dich nicht wegbewegen kannst. Das ist der Horror. So. Wie alt warst du? Also du musst die Türklinke praktisch gedrückt halten, ja. Also. Pink Dragon. Du solltest dann da mit deiner Türklinke stehen, oder? Ja, genau. Dann hätte ich gesagt, fick dich, ich will Kaffee trinken. Oh Mann, verrückte Welt. Pink Dragon 57. Bei 30 Minuten habe ich mir einen Finger in den Popo gesteckt. Und das tat höllisch weh. Warum genau, Herodes, sollte ich in mich gehen? Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Ja, dann hast du es nicht verstanden. Das ist ziemlich dämlich, seine Finger in den Arsch zu drücken. Ich weiß nicht, welchen du genommen hast. Wäre vielleicht den Daumen. Ja, eigentlich schon. Das habe ich aber auch unterschwellig gesagt. Ja, entscheidend wäre nur auch, ob er lange Fingernägel hat oder nicht. Ja. Und ob man da vorher scharfe Soße drauf gemacht hat oder nicht. Hat man da dann Kaki unterm Fingernagel? Schreibt es in die Kommentare. Oh, nochmal das gucken. So Mikro 99 sagt, ich habe eine frische Mütze aufgehabt und eine Frage an Anna. Was war für dich der flashendste Moment in Fallout 3? Sami-Kanal. Gott, gibt es so viel. Was? Momente in Fallout 3, wo ich echt dachte... Ich finde die letzte Mission total geil, wenn du mit den ganzen Leuten losmarschierst. Es ist schon ziemlich cool, aber was fand ich am geilsten? Hast du Fallout 3 gespielt? Oh Gott, ey, da gibt es so viel. Also die Atombombe ist natürlich geil. Gibt's also die Mini-Atom. Ja. Daniel wollte es mir mal geben, aber es ging ja nicht. Dass er mir das Image, das er mir gegeben hat. Voll legal und so, ne? Das ist nicht wahr. Ich kann doch nicht alles kaufen. Genau wie die Idioten. Nee, das ist nicht, schweif nur wieder ab. Na, Anna überlegt eh gerade. Ich glaube, da kann ich gar nicht fertig werden, weil da gibt es tausend. Genau so los wie unsere Filmindustrie, weißt du? Es geht gerade um Fallout 3, ja? Ist egal, Robin hat gesagt, ich darf, solange du überlegst. Mhm. Genau, ist ja genauso Sinn. Weißt du, wenn ich sage, okay, das Kino kostet halt nicht wie jetzt mittlerweile am Wochenende hier 12, 13 Euro, sondern es würde halt nur 5 kosten, ganz ehrlich, da würde ich halt bestimmt zweimal oder 3, 4, 5 Mal im Monat sagen, okay, hey cool, cooler Film raus, ey scheiß drauf, 5 Euro ist nicht, gehst rein und ziehst ihn ja ein. Weißt du? Weiß es. Ich weiß es. Ich bin da voll bei Robert. Es ist ja eh die Frage, ey, wenn man einfach den Kinopreis halbiert, dann gehen doch bestimmt mehr als doppelt so viele Leute mal wieder ins Kino. Ja. Ich meine, wir sitzen hier. Ist der Ort auch so? Ich muss mal googeln, ich bin mir ziemlich sicher. Wir sitzen ja auch meistens dann alleine im Kino, wenn wir mal hingehen. Ey. Ja, aber wenn du jetzt mal nicht gleich, wenn der Film rauskommt, gehst, dann. Das ist kein Schwein mehr drin. Ja. Also? Das ist der Moment, wo du das erste Mal nach Endale kommst und da sind diese zwei Familien und dieser Opa. Und der Opa erzählt dir gleich, ach du Scheiße, und verschwinden sie hier und es ist übelst gefährlich und die sind alle total durchgeknallt. Und du rennst da halt rum und denkst, hey, die sind doch übelst nett. Und dann kriegst du halt mit, dass die im Schuppen und die im Keller Menschen zerlegen und die fressen und ja, auch die Kinder diese Kinder fressen. Die Vampire. Und als das so das erste Mal, nicht die Vampire, das ist wieder was ganz anderes. Aber das war das nicht ganz anders? Nein, das sind zwei verschiedene. Auf jeden Fall war ich dann unten bei dem im Keller und da war dann alles. Das fängt aber an einem anderen Ort an. Aber okay. das war halt auch so
das war für mich beim ersten Mal spielen total der Schock, so denkst, okay, der Opa ist durchgeknallt, lernst diese zwei netten Familien kennen, denkst, die sind einfach nur übelst nett und dann so, wenn du vorher nicht groß gezockt hast, dann kriegst du mit, okay, die essen Menschen und ernähren ihre Kinder auch damit und warten jetzt nur, dass nochmal ein Typ hier vorbeigeht und lädt den zum Abendessen ein und wenn die den zum Abendessen einladen, dann töten die den und essen die den. Und das hat mich schon so ein bisschen mega mitgenommen. So, wenn es ums Menschenessen geht, bin ich doch ein bisschen... Nee, das meine ich ja, das ist normal. Und ich hab dann zu denen gesagt, jo, ich komm mit essen. Und dann wollten die, haben die auf einmal gesagt, es gibt sie jetzt essen. Das haben wir jetzt nicht gesagt, also ich hab die getötet. Ja, na klar, die musst du dann noch. Und dann gegessen. Und die Kinder dem Opa gegeben, der hat sich ja drum gekümmert. Das wollte ich ja sagen, weil die Story von wegen Menschenessen, die ist halt... Du hast es noch nicht so oft gesehen, aber das ist halt... In The Walking Dead war es ja auch wieder drin. Oh, Spoiler. Und du musst Spoiler vorher sagen. Egal. Ja. Und The Road und so, also dieses Menschenessen, das habe ich halt vorher schon öfter gesehen, deswegen hat mich das jetzt nicht so... Ja, also... Aber wenn man es nicht kennt, dann... Ja, du kommst halt in die Stadt und dieser Opa und du denkst, okay, der Opa ist wirklich verwirrt. Weil die sind halt echt übelst nett und so. Also es gibt viele, viele... Ich höre auf, sonst werde ich nicht fertig. Ich liebe Fallout 3 und ich spiele es gerade wieder. Ich habe es fast durch wieder mit diesen Add-ons, all komplette Fehler noch aus dem Stil. Und dann habe ich es... Die habe ich von meinem Freund zum Valentinstag gekriegt. Und warum... Weil der Valentinstag ja eigentlich gay ist und so, aber es gab halt nichts anderes in der Nähe. Viel schöner. Und das Spiel ist erst da rausgekommen. Viel schöner ist, dass ich einen Valentinstag vergessen habe und mein Freund steht zum Valentinstag da. Weil heute Valentinstag ist. Voll mit der Aussage, Valentinstag ist zwar gay, aber ich habe keinen anderen Anlass. Die genaue Aussage ist ja wohl scheißegal, aber es war Valentinstag und es war einfach scheiße. Braucht man einen Anlass mit seiner Freundin? Braucht man nicht, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil er tatsächlich als Junge an den Valentinstag denkt und ich sage, nee, Quatsch, ist gar nicht Valentinstag. Wann ist der eigentlich? Der ist bei dir. Februar irgendwann, glaube ich, oder März. Scheißegal, der Tag ist Bullshit. Kommerztag. Aber ich wollte ihm noch fünfmal das sagen, war vor allem, heute nicht du hast es, das ist vor allem falsch. Fallout 3, die Add-ons hast du zum Geburtstag. Nee, das war stimmt, das war Fallout 4. New Vegas ist nämlich einen Tag vor dem Valentinstag rausgekommen. Dieses Add-on, die Ultimate Edition, das war's nämlich. Und dann habe ich den Robin ganz oft gefragt, Mensch, wie viel hast du denn nur dafür bezahlt? Du sollst doch nicht so viel Geld ausgeben, sag ich dir nicht. Aber er hat den Kassenzettel in meiner Wohnung vergessen, der Volltrottel. Das ist so typisch, 55 Euro. Xamikanal sagt, was ist los, Kalle? Du siehst irgendwie etwas fertig aus. Ja, war das das erste Mal, dass ich was... Bist du? Keine Ahnung, wann war das letzte Feedback? Was? Wann war das letzte Feedback? Ja, es sah kurz hier, oder? Es sah fertig aus, sorry. Er war frisch aus Amerika wieder da. Muss das mal wieder diese ganzen... Dann wird dir erstmal wieder klar, was eigentlich... Was für Spaß du hier abhängst, Alter. Und dann... Mr. Chain Reaction sagt, ich finde das sehr respektlos, dass Robert und Anna, wenn Kalle redet, immer dazwischen reden. Außerdem, wann kommt denn endlich das MCR Rodes Album raus? Ich werde es auf jeden Fall kaufen. Ja, wann das kommt, das ist, wenn ich Zeit habe. Und über welches, hast du schon bestätigt irgendwo der Vertrag? Oder? Nee, ich mach das bei mir zu Hause, da bin ich das mit dem Windows Media Player. Ich hätte jetzt voll blamen können, ich habe nichts gesagt. Nein, überhaupt nicht. Hä? Ich habe nichts gesagt. Wir wollen zurückspulen. Fauli, ich habe euch schon mal die Polypen, habe auch schon mal die Polypen entfernt bekommen. Schönstes Gefühl auf der Erde, wenn man alles auf einmal einen Geruch hat. Achso. Ja, bei mir riecht es noch nicht so intensiv, muss ich sagen. Das dauert anscheinend noch, oder? Meine Nase ist halt jetzt schon tot. Kann natürlich auch sein. Dann ist doch zum Beispiel die Arbeit im Schweinestall, Hühnerstall perfekt für dich. Ja, absolut. Nein, er ist doch noch der Raffo Oberhaupt. Er braucht doch nicht arbeiten, sich viel mehr schmutzig machen. Was ist schön hier sonntags. Ja, du kriegst jeden Tag im Dreck, ich weiß. Was ich da sonntags in den Wald hochgefahren bin, du. Ei. Ja, aber wie lange hast du Züge immer hinfahren? Zwei Monate, drei Monate? War richtig hartes Leben. Das war also... Daniel hat mich ausgelacht, als er mich da abgeliefert hat, ey. Das zur Nachtschicht, ey, da hätte ich so boxen können. Alter, du hattest... Lennart S. Kalle, wie fandest du... Er musste nichts machen, er musste da schlafen, Süßigkeiten und Getränke klauen. Als Strafe, weil sie dir auch noch einen Job geben, nachdem du dich viel zu spät beworben hast. Ey, das stimmt überhaupt nicht. Echt Assis, ey. Das stimmt doch voll gar nicht. Da geben wieder auch eine Stelle, ey. Nee, schon wieder Halbwahrheiten. Außerdem waren die alle assi und da muss man einfach mal Snickers klauen. Ja, und damit ist man dann selbst auch überhaupt nicht assi. Ich finde es ein bisschen weniger assi, als was da abging. Ja. Hey Kalle, wie fandest du das Minirock-Festival? Bis nächstes Jahr wieder am Start? Hey, Minirock war richtig, richtig geil. Das war auf jeden Fall mein Wochenende so. Also
ohne Scheiß, also was da abging. Wie hast du gekriegt? Ich bin am zweiten Tag, am ersten Tag, Alter, habe ich ein VIP-Bag, Scheiß gekriegt, wegen meinem Kumpel David, der da auch mit Organisator war, so, und extrem cooles Ding. Ich denke mal, David ist leider dieses Jahr, glaube ich, gar nicht da, weil er macht gerade sein Auslandssemester in Schottland, deswegen bin ich da dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber bestimmt irgendwann mal wieder so. War auf jeden Fall gut. Wie New York Safari. Gute Wahl. Fallout 1 und 2 sind scheiße, Anna, du bist raus. Ja, ist halt öde. Ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, dass mich irgendwie so übelste Scheißgrafik motiviert zu spielen. Als können nur alte Menschen so Grafik irgendwie akzeptieren. Ja, das können nur die Rentner, nur die kommen damit klar. Aber Stunts. Ja, aber Stunts ist was anderes. Aber ja? Das ist Nostalgie. Und Prinz of Persia 1 ja, auf Diskette. Aber wenn du nur mal Fallout 3 spielst und New Vegas und dann kommt die dir mit so einem Pixelhaufen an, der echt keine Laune macht, weil du es nicht gewohnt bist, ja, ist vielleicht ganz toll, aber nur interessant für mich. Zumal ich Fallout 3 auch gar nicht so tolle Kraft. Das ist übelst, das reicht. Ja. Das reicht. Spider-Mike fragt, ich bin ein begeisterter Leser und mich würde interessieren, ob ihr auch gerne lest und ja, wenn ja, welche Genres bzw. welchen Autor? Nee. Nein. Nee. Früher mal. Sehr, sehr viel. Videospiele sind die Bücher von heute. Genau, ich habe früher sehr, sehr viel gelesen, jetzt tue ich halt sehr, sehr viel. Und klar. Höre mir dafür Hörbücher an, damit ich das so doppelt gemixt habe. Ja, und ich zocke und höre mir die Hörbücher an. Man kommt endlich das feuchte Videospiel. Das habe ich doch gesagt. An sich würde ich ja schon gerne lesen und so, aber lesen halt immer, ne? Das ist immer so zeitintensiv. Das ist es, und ein Hörbuch ist viel besser, weil so kriegt man die Originalgeschichte mit und kann eben nebenbei noch andere Sachen machen. Ich sag's mal so, ich habe jetzt kein Smartphone, wo ich die ganze Zeit drauf rumtippel oder so. Wenn ich jetzt wieder regelmäßig Bus fahren würde oder sowas, dann würde ich wahrscheinlich auch wieder mal ein Buch anfangen, aber so. Der Bus fährt 5 Minuten in Weimar. Naja, nee, 20 Minuten. Bis wohin willst du fahren? Früher halt, wenn ich immer in die Schule gefahren bin, das waren 20 Minuten locker. Wenn nicht noch mehr. Welche Schule war es denn, du? Weißt du nicht? Das ist dumm. Naja, aber mit dem Bus in Weimar fährst du maximal 11 Minuten, um von A nach B zu kommen. Wenn du von Erlingsdorf dahin fährst in die Stadt und der Bus allein noch 10 Minuten Pause macht bei der Endhaltestation und dann nochmal eine Viertelstunde in die Stadt reinfährt, und du dann noch wo mal fährst du denn bitte? Doch, also ich muss jetzt Robin einfach mal... Ich weiß ja gar nicht, wo. Nein, stopp, halt, stopp. Ich muss jetzt Robin einfach mal... Wusstest du nicht, wo ich gewohnt habe. Halt, ja, stopp. Aber wo musstest du hin? Alter, an meine Schule, du weißt doch, auf welcher Schule Da muss ich Robin jetzt einfach mal beipflichten. Alter, Robin hat echt... Du damit im Bus fährst, dafür kann ja keiner was. Im Fahrrad sitzt du... Robin hat wirklich... Im Bus und so hat er wirklich echt viel Bücher gelesen. Er hat echt immer dauernd irgendwelche anderen Bücher. Und muss ich einfach mal Robin... Aber das Ding ist, der Bus von hier bis zum Goetheplatz fährt 5 Minuten. Ja, aber ich bin noch nicht von hier gefahren. Der ist doch aus Erlingsdorf gefahren. Ja, und der hat alleine früh 10 Minuten Pause an der Endhaltestelle. Ich habe das doch eben alles schon erzählt. Das waren eine halbe Stunde mit dann nochmal umsteigen in die 8, die da hinter rumfährt. Oder die hässlichen Gartensee. Oder die 7. Übel geil. Und da habe ich nämlich Dan Brown ganz viel gelesen und der Zorn von... Matthew irgendwas. Ach, Matthew Delaunay war es, glaube ich. Und ja, ich habe hier nämlich die komplette Sammlung der Bilds stehen. Die hat mir meine die Oma reingeschickt. Welche Oma? Die Bild ist an sich natürlich scheiße und so, aber diese Sammlung von 25 Bücher für 99 Euro, die ich eh nicht bezahlt habe. Von welcher Oma? Oma Inge. Okay. Also das ist schon, da sind echt schon richtig gute Bücher dabei. Das ist aber nicht von der Oma Der Inge. Pate, die Nadel, Shining ist dabei. Shining fand ich echt nicht so gut, aber eine Stelle habe ich so gelesen und habe dann echt verkrafft, beim Bus auszusteigen, bin einfach mal weitergeheizt. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele von diesen Büchern hast du komplett gelesen? Die Hälfte. Sicher? Ja. Erzähl jetzt mal durch, mich würde wirklich interessieren, welche hast du gelesen? Das ist voll spannend für die Leute, die Na, mach mal das später, zugucken. Weil das würde mich wirklich... Allein alle Harry Potter Bücher da oben, das eine ganz... Nein, es geht jetzt um die Bildbücher. Ach darum so. Aber ist egal, machen wir anders. Das würde ich die habe ich übrigens, das ist das einzige Reihe, die ich gelesen habe. Harry Potter? Ja. Wow. Nee, ich finde Lesen eigentlich ganz, ganz intellektuell und so. Lord Waldemar. Ingolenzen sagt auch was. Sehr geiler Auftritt. Kam rüber, als würdet ihr das jeden Tag machen. So ähnlich hat es David auch gesagt. Schauen wir mal, wie der Spaß endet. Ich drücke euch die Daumen. Ja, hast nicht fest genug gedrückt, du hässlicher Spast. Du hättest nicht seine Fans warum? Nein, es ist Ingolenzen, der hat so einen hässlichen Partner. Nee, danke, Mann. ja, Ingolenzen. Ah, von Linzen und Partner. Nee, danke. Kennt ihr auch, gell? Ja.
so Florent, keine Ahnung. Ist man eigentlich normal, wenn man all eure Channels abonniert hat und die Videos feiert? Nee, du hast nicht alle so Channels abonniert, das geht gar nicht. Ja, ich glaube auch. Man kennt gar nicht alle in der Regel, ja. Also dir fehlt garantiert noch was. Erst normal, wenn du wirklich alle hast. Robin weiß selbst nicht mehr, wie viele Channels er hat. So ein bisschen nicht. Warum muss ich das? Ja, aber ich habe halt auch so ein paar Kanäle gemacht. Ich habe zum Beispiel einen Kanal, der einfach nur wirklich Nosferatu TV heißt. Der Hauptkanal heißt ja eigentlich Borderline Nosferatu. Den habe ich ja nur gemacht, um die Domain quasi zu sichern. So, sowas habe ich halt auch. So, The Dark T09 hat die Handnase euch wenigstens eine Runde ausgegeben. Hat er tatsächlich. Der hat echt viele Süßigkeiten rausgepackt. Und Girls. Die meinten wahrscheinlich eher Gras. Die haben mit sich nach Süßigkeiten gefragt, vermutlich. Ist doch egal. Und Gulch, ja. Also, er hatte ein Sixpack Gulch mit und hat ganz viele Süßigkeiten. Bounty hat er mitgebracht, als wüsste er, dass ich das gerne esse. Ist ein richtig netter Mensch. Richtig netter Mensch. So, habt ihr mal Lust in Wien oder generell nach Big Great Austria zu kommen? Ja, früher oder später bestimmt. Wir werden Hitlers Fußstapfen treten und so. Ja, wir müssen ja, wohl oder übel. So, alter Schwede, ist noch ein bisschen. Ja, dann. Kam noch eingefallen, was ist mit dem Format von Bullshit TV geworden? Ja, die habe ich heute angeschrieben. Ich weiß nicht, ob die noch Bock haben. Wir haben es halt völlig so ein bisschen verrafft. Ich war dann noch im Krankenhaus und wir waren in Köln. Und wir waren du kannst nicht immer diese 6 Tage Krankenhaus da so versprechen lassen. Ja, das ist ja schon Monate. Vor allem, Monate. Weißt du, ja, ist egal. 6 Tage, oh mein Gott. Ich meine, weißt du, andere Leute gehen jeden Tag 9 Stunden auf Arbeit. Ja. Nee, ich meine nur. Ja, aber ja, das darf man nicht. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass es deswegen nicht ging. Ich habe es auch nur ein bisschen verhaft einfach. Ist ja völlig okay. Yo, Leander. Ja, aber kommt das nochmal? Wir haben ja schon gedreht, es soll mal kommen. Wenn die Bock drauf haben, ansonsten laden wir es halt einfach so groß. Ja, also es kommt irgendwann. Das ist für dich schon mein Baby. Wie gesagt, ich habe dir angeschrieben, wenn sie noch Bock haben, machen wir es mit denen. Ansonsten habe ich es so raus. Nee. Ehrlich nicht? Leander K. So, gerade noch was. In Feedback Nummer 5. Ach du Scheiße. Hab ich angeblich gesagt, dass er schon am Gayest Moments schneiden ist. Aber es ist nie gekommen, ja tatsächlich. Oder hab ich's verpasst, falls du noch hast Hitlers raus. Ja, das ist dann abgekackt, weil ich muss es nochmal schneiden. Ich hatte dann meine Festplatte dran und dann wollte ich das hier... Wie er schon wieder andere Leute und andere Sachen da verblamed. Er ist immer jemand anderes geblamed. Ja, er ist permanent am Blamen. Sag nicht, Schwachsinn, was ich sage. Sag doch einfach, ich hab's vercheckt, fertig. Nein, ich hab's ja nicht vercheckt, Mann. Ich hatte das schon 80% fertig geschnitten, mach die Datei wieder auf und die ganzen Dinger sind nicht mehr da, weil ich die rübergezogen habe auf die Festplatte. Und die Festplatte blamen. Böse Festplatte. Ich habe überhaupt niemanden. Nein, wir müssen gerade erzählen. Ja, eben, ihr blamet mich dafür für Sachen, die ich nicht mehr. Ja, jetzt blamest du schon wieder den anderen, dass sie dich blamen würden. Ja, dann blame ich mich dafür, dass ich euch blame, wie ihr mich blamet. Aber du blamest uns dafür nicht angefangen. Blame! Schon wieder! Nein, es hat immer bei euch eine angefangen. Gegen die Masse. Bei euch hat es angefangen. Du kannst doch nicht immer gegen die Masse gehen. Franz weißt du? Zockt. Jetzt, nachdem ihr bei der Milliardärswahl wart und, und ich auf Facebook geschrieben habe, dass ihr eine aufkürzen müsstet, würde mich interessieren. Ja, die Frage kam auch schon beim Interview mit David. Wir sagen das nicht, was wir da wegkürzen müssten, weil wir das vielleicht nochmal verwenden können. Ich glaube, ich muss nicht noch einmal erwähnen, dass ich euren Auftritt klasse fand, auch wenn ich so nach Ewigkeit mal wieder deutsches TV sehen musste. Ja, der Veloman, irgendwie schade, dass ihr nicht ins Finale gekommen seid. Eine Frage an Herr Rodes. Könntest du dir vorstellen, mit Moneyboy ein Feature zu machen? Ja. Das wäre richtig geil. Das wäre so geil. Herr Rodes, Armloch und Moneyboy. Ja, ich weiß ja nicht, wie man an den rankommen kann, aber mit Geld. Das weiß ich aus verlässlichen Quellen. Okay. Cool. Müssen wir mal ich glaube, vielleicht heißt er deswegen wirst, auch Moneyboy. Ja, du wirst voll den Huni bestimmt bezahlen, damit er mit dir in so einem Konsumierungsding. Damit mir einen Part macht. Auf jeden, ey. Ja, aber wie geil wär's eben? Ich meine, das ist Moneyboy. Frag mal Mördern, der nimmt bestimmt nicht so viel. Mördern ist cool. Alter, er nimmt bestimmt nicht so viel. Mördern nee, ich hab jetzt schon Features wie Changeman, also die ganzen Größen. Also Madison Skyler. Habt ihr eigentlich ein Postfach? Stevanian. Ein Postfach für immer Fans. Immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. Wir haben auch keine Fans, wir haben nur Zuschauer. Ach, die jetzt auf einmal, ja? Nee, das klingt doch echt ein bisschen gay. Sag ich doch, Zuschauer klingt aber auch irgendwie doof. Das klingt so fernsehmäßig. Ja, das klingt so passiv. Deswegen sag ich doch Nervs. So, wir nennen sie Nervs.
Ich bin gerade drauf hingeblieben. Ja, was hast du jetzt gedrückt? Ja, aber ne. Notruf hast du. Also, ihr könnt euch ja gerne selbst als Fans bezeichnen, aber ich sag halt das nicht so gerne, weil das. Woran hapert's denn echt mit dem Passwort? Willst du das machen? Von mir aus auch. Ja, dann mach's aber auch mal. Das ist halt Ding auch ist, eben, heißt von mir aus, aber es wird quasi nie entstehen, den nächsten. Können wir uns aber mal von der Kamera die ganze Zeit streiten? Alter, blame ich doch nicht schon wieder. Ja, du blamest dich vor allem im Voraus schon. Das kannst du gar nicht wissen. Naja, es ist das halt Ding ist, hätte ich jetzt gesagt, ja, wir machen es auf jeden Fall und dann mache ich es nicht, dann kannst du mich blamen. Aber ich sage, ja, mal sehen, weißt du. Ich gehe ja nur von Erfahrungswerten aus, die du mich gelehrt hast quasi. Das ist aber klar, weil wenn ich sage, das machen wir auf jeden Fall. Dann machen wir das. Wir werden jetzt die Trennung öffentlich machen. Okay, gut, tschüss. Das ist die Tür, da ist das Fenster. Er macht's wahr. Da ist der Hammer. Ich mach's wahr. Was machen wir heute Abend? Oh ja, du fährst mich zu meiner Cousine. Spaß. Mr. Le Hunt. Moin, euer Auftritt bei den Millionärs war super. Schade, dass ihr nicht gewonnen habt. Ihr erwähnt immer, dass ihr mal nach Japan wollt. Warum startet ihr nicht ein Kickstarter-Kampagne mit der World Tour? Hat man schon mal gehört, also eigentlich oder? Sagen nicht wir das, ich glaube hauptsächlich sage ich das, obwohl Daniel auch auf jeden Fall da ganz schön gehypt wäre. Mit Japan und so und Kickstarter, ja, ne, ich weiß nicht und so. An sich ist es cool, weil es ja alles freiwillige Basis, aber ne. Gut, ihr hättet auch was davon, weil ihr könnt dann das Video sehen. Können wir das bitte benden? Oh. Das sieht bestimmt nur Homo aus. Wieso denn eigentlich unbedingt nach Japan? Weil Japan cool ist. Dein Traum ist. Ja, aber nennen wir mal ein Land auf der Welt, was noch so ist wie Japan. Das kannst du bei jedem Land sagen. Nee, das kannst du eben nicht bei jedem Land so sagen. Es gibt immer irgendwie, oder zumindest so ähnlich, weißt du? So. Ja, Totschlagargument. Ja. Nein, das ist der Gegenkonto. Natürlich, weil sie sind natürlich so ähnlich, aber sie sind nicht dasselbe. Ja, ich sag ja nur so ähnlich. Ja. Indien. Aber Indien ist null wie Japan. Ja, welches Land ist wie Indien? Genau, alles, Bangladesch. Bangladesch, alles was drumherum liegt, ist und alles, was rundherum um Japan liegt. Ja, klingt jetzt vielleicht ein klein wenig rassistisch oder so. Da kann ich auch sagen, China ist wie Japan. Nein, das ist Quatsch, dann kennst du dich nicht genug aus. Das ist Quatsch. Ja, aber die haben alle Schutzaugen, die sind alle Girls. Die sind alle Girls. Es geht ja auch gar nicht ums Aussehen der Leute. Meine Güte. Ist alles eh der Wichser. Nee, wirklich. In Europa wissen alle Girls. Ey, schreibt mal in den Kommentaren, wenn ich Scheiße laber. Da ist bestimmt auch mega der versierte Geograf oder sonst was meine dabei. Meine Frage wäre jetzt, nur weil ein Land nur einmal gibt, wieso ist es dann ein Hauptreisewunschziel? Warum Japan? Warum willst du mit alle nach Japan? Nein, Russland ist auch ziemlich special. Also willst du alleine nach Japan? Nee, muss ich auch nicht. Südpol ist auch so special. Was? So, weißt du? Südpol hat einen Nordpol als. Nee, aber. Beantworte mal, ja, das hatten wir ja gerade eben. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Grund angeführt habe. Einfach nur. Du hast glaube ich, eher gefragt, warum ich Japan so besonders finde oder so. Deswegen. Ja, warum ausgerechnet Japan? Das war meine Frage. Weil es mich interessiert, weil mich die ganze Scheiße hypt. Ich meine, schon alleine, wie da Videospiele zelebriert werden, sollte dich eigentlich auch ansprechen. Das hast du auch nicht nochmal in der Welt so krass wie. Aber du möchtest ja schon mit den allen hin oder willst du da nur? Weißt du, dass eine japanische Firma jetzt Sexpuppen rausbringt, die wie Kinder aussehen? Ja, das weiß ich, da das Thema Nummer 1 ist, weil das sind Reizthemen. Das hätte ich noch nicht gehört, das ist hart, Alter. Das ist richtig hart. Ich weiß nicht, wenn es nicht so. Damit sich die. Wenn es sich nicht so wirklich anfühlt, dann würde ich aus Spaß eine mitnehmen, aber es ist irgendwie nicht cool, weißt du? Damit so, ja, aber da sage ich, dann sollen die doch lieber sich an so Puppen vergehen als an echten. Ja, aber ganz ehrlich, umso kannst kleiner. Kannst du das sagen, und zum anderen kannst du auch sagen, das macht die vielleicht noch geiler. Also, ja, umso kleiner ist die Hemmschwelle, dann wirklich ein Kind zu nehmen. Das kannst du beides oder so drehen, es gibt die und die Leute. Weiß ich nicht. Ich bin ja kein, ne, ich bin kein Psychodoktor, aber ich kann... Du bist kein Babypuppenficker. Ja. Oh, das geht gar nicht. Nee, aber was ist da, weil du hast es jetzt angebracht, das hat ja mit Japan an sich nichts zu tun. Das heißt ja, nur weil es das da gibt, heißt es das nicht, dass das da alles Kinderficker sind. Ja, aber trotzdem, die setzen dort auch übelst viele davon ab. Aber, was? Ach so, ne, das weiß ich nicht, ich habe noch keine Zahlen, aber trotzdem... Macht das Land dann sicher nicht schlechter. Ja, oder dieser Hype hier, wo sich hier erwachsene Frauen so schminken und kostümieren, dass sie aussehen wie 14 und sprechen, yes! So. Also das ist so total krank. Deswegen, warum ausgerechnet Japan? Da sehen die nicht
die sehen ja so grundsätzlich schon jünger aus und die sind ja da maximal 1,20 oder so. Ja, vielleicht auch wieder. Wo wir wieder bei den Vorurteilen. Ja, wo wir wieder bei den. Aber das sind doch die Fans. Warum Japan? Habe ich doch gerade schon ein bisschen. Und vor allem, ja, weiß, die Kontraste. Ja, ich würde sehr gerne mal eine Woche einmal durch Tokio ballern und dann gehst du aufs Land und hast diesen Mega-Kontrast, hast da deine Häuser aus Pappe. Ja, na gut, aber das hast du hier auch. Du kannst entweder nach Berlin aber gehen oder hier bin ich jeden Tag. Ich bin hier jeden Tag, das ist doch kein Argument. In Russland bist du nicht jeden Tag, das ist kein Argument. Was, in Russland? In Russland bist du auch nicht jeden Tag. Nein, aber, den Nein, aber Russland interessiert mich halt nicht. Ich meinte doch nur mit da dem, gibt's auch du eine Stadt. Den Kontrast als Grund genannt, aber den Kontrast, den hast du ja in jedem Land letztendlich. Das ist klar, wenn du drei Stunden wieder rausfährst, bist du da mal nach Hause. Aber ich habe in Russland keine Bambushäuser, keine Bambusstämme. Du hast ja, und die interessieren mich halt einfach nicht. Okay, dann sagst du. Du willst den Bambus sehen, jetzt haben wir es doch. Nein, das ist auch totaler Quatsch. Soll ich dir Bambus mitbringen? Warum Japan? Wir haben auch Bambus auf Arbeit. Das ist so Quatsch, das ist. Weißt du, wenn du Robert fragst, ich weiß nicht, ob es ein guter Vergleich ist, aber wenn du Robert fragst, warum machst du lieber Handball als Fußball oder so, dann sagt er halt, es macht mehr Spaß oder so. Ich glaube nicht, dass du da jetzt sagen könntest, ja, der Ball gefällt mir besser oder so. Ich kann es besser vielleicht oder so. Dann sag doch einfach, weil es dir mehr Spaß macht. Ich naja, weil es mich mehr interessiert, das ist doch ganz einfach. Warum? Dann sag das doch. Na, weil es so ist. Und vor allem in dem ganzen Gespräch habe ich schon so viele Sachen getroppt. Ja. Getroppt? Warum blamen wir dich jetzt hier? Ja, ihr habt das zum Volkssportrekord heute gemacht. Ich habe dich doch nur gefragt, warum es ausgerechnet Japan sein muss. Ich habe immer noch keine Frage. Was mich am meisten interessiert. Danke. Was war daran so schwer? Ist das schwer? Machen wir weiter. Nächste Frage. Prost. Cerebralganglion. Wann gibt es die nächste Episode oder besser Episoden von einem neuen Dancer? Oh, wir sollten das echt mal angehen. Ja, aber ich glaube, er meint die One-Taker. Denke ich mal. Die One-Taker so, auf dem Zweitkanal. Im Gegensatz, die sind langweilig. Achtung, im Gegensatz zu dem, was wir gerade planen für den Hauptkanal. Ja, mal schauen, noch ist das nicht fertig, ne? Also würde ich nicht sagen, jo, das Video ist cool geworden. Ja, das ist übelst cool geworden. Selbst die Einzelclips sind übelst cool. Ja, aber. Und wenn jetzt noch scheiße dazu kommt, ist es immer noch cool. Wenn scheiße dazu kommt und scheiße geschnitten wird, ist es trotzdem noch cool. Naja. Ich bin so sicher. Nicht so. Doch. Kann du stellst du ihn jetzt weg und kommst her und bringst dich ein? Ja. Nochmal fragt zum Beispiel, ist wahrscheinlich so eine Grundsatzfrage: Wollt ihr zuerst die gute oder die schlechte Nachricht? Schlechte. Gibt wahrscheinlich keine weitere Frage, oder? Oskar Weische, ist es eigentlich peinlich so in der Öffentlichkeit? So einfach so und wir zu sein, wahrscheinlich. Einfach. Nee, ob es uns peinlich ist, durch die Öffentlichkeit zu laufen. Ich komme aus dem Haus. Heute waren wir zum Beispiel im Bus, das war so peinlich. Okay, da war so ein kleiner Junge, der so zu seiner Mutter. Das ist der Raffo, der berühmte. Alter, du gehst gerade weg, disst, wenn er uns gerade hört. Das klingt mega assi. Hallo, er hieß Zeus, ja. Ich finde sowas sehr schmeichelhaft immer, deswegen, Alter. Nein, aber so ich finde das auch nie nervig oder so. Ihr habt alle verdient, beleidigt zu werden. Lebt damit. Ich wollte es nur irgendwo eigentlich. Es war immer lustiger, wenn mehr kommt, das ist eine Standardreaktion. Sie haben alle verdient, beleidigt zu werden. Ja. Siehst du? Spaß. Ich bin ja, wir sind ja gleich durch wie durch. Könntet ihr mal bitte eine Liste aller Orte aus dem USA-Trip-Video machen, die Kalle und Daniel in den USA besucht haben? Posten. Hello, wie sieht's aus? Ja oder nein? The Mayo Kicks. Nee, das machen wir nicht. Aber die gesamte Strecke ist auch bei dem Amerika-Video. Ja, ganz am Anfang siehst du die Strecke. Auf der Karte ist eine Karte mit eingemalt. Und in der Beschreibung stehen auch nochmal sehr viele Städte, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich habe die da ganz schön gelistet. Also guck mal in die Beschreibung von dem Video. Und am Anfang siehst du die Karte. Macht mal wieder ein Pink Battle, sagt ein weiterer. Ja, ne, wenn Daniel am Start ist. Und der hat bei Prüfung angeschaltet. Ja, irgend so einen unwichtigen Kack, Alter. Studium. The Dark T09, was ist eure Lieblingsplattform, um mit Zuschauern zu interagieren? Kannst du dich vor allem auch mal stellen? Wahrscheinlich Facebook, also die meisten nutzen wird Facebook sein. Was, wir machen am meisten Twitter. Twitter, nein, das stimmt doch nicht. Das Miiverse. Ist jetzt nur was? Facebook. Das Miiverse. Das Miiverse. Auf der Liebe mit Philipp Bohr. Darf man den ganzen Namen sagen? Ich dachte nicht. Ansonsten. Ich habe nur Philipp Bohr gesagt. Mit Philipp Hart. Ich habe es beim B schon gemerkt. Aber Philipp Bohr und Philipp Hart, das sind zwei völlig verschiedene. Nicht, dass ich es gerade vor 10 Sekunden schon komplett gesagt habe oder so. Also. Dann denken die, sein kompletter Name ist Philipp Bohr. Philipp Bohr, Philipp Hart. Philipp Bohr und Philipp Hart. Die zwei größten Fans hier.
Philipp ja. Hauptbo heißt er eigentlich. Und der schreibt mir nie Miiverse zurück, schreibt mir mal Miiverse zurück. Also komm, Hauptbo. Zumindest im Krankenhaus fand ich AskFM am geilsten, weil ich da diese Spracherkennungsfunktion genutzt habe. So, weiß nicht, wer das von euch mitgekriegt hat. Weil ich ja versucht, in einer halben Stunde so möglichst viele Fragen mit Spracherkennung zu beantworten. Und also was ich mich da bepisst habe. Ja, irgendwas mit Jetlag und Afrika und ja. Was weiß ich nicht. Das war schon sehr geil. Richtig gut. Ich habe mich selber total BML zu Hause. Und ansonsten würde ich halt schon YouTube sagen an sich. Ne? Mit interagieren. Auf Facebook wird man halt, weil auf YouTube Kommentare beantworten ist freiwillig auf einer gewissen Ebene. Und wenn ich aber bei Facebook, also ich selbst fühle mich da verpflichtet zurückzuschreiben, und wenn man da eine Nachricht kriegt, ne? Jetzt hast du was gesagt, jetzt schreiben die alle und warten darauf, dass er... Ja, ich habe dazu ja mal einen Post gemacht, ne? Wenn es immer so ist wie mit Hi, Na und was geht, schreibe ich trotzdem nett, wie ich bin, zurück. Aber das ist dann halt nicht so cool. So, wir sind doch fast fertig. Mein Wort ist eigentlich nicht so. Wann mussten du doch sein? Na, ich habe gesagt, um 7:30 bin ich da. Black Lord of Lore sagt nämlich wahrscheinlich wegen Anna, die ersten paar Minuten denkt man nur nom. Das kann sein. Nee, das ist ja ganz oft so, dass es... Feedback anfängt, wir sitzen gerade alle da einfach mit dem Döner oder mit der Pizza, die gerade kam, oder die kommt halt mittendrin rein. Und dann ist halt immer so ein totales Down im Feedback, wenn wir alle da fressen müssen. Wir sind halt hungrig. Heute haben wir wenig gegessen. Außer Duplo. Und ein Stück angefressene Pizza. Das Duplo hat gut geschmeckt, wie jedes Duplo. Und zu dem Peinlichen der Öffentlichkeit noch, würde ich sagen, weil das ist eigentlich die letzte Frage war halt jetzt nom, deswegen wollte ich da nochmal drauf eingehen, damit nicht so nom zu schlussen. Hast du das schwer? Mir ist prinzipiell sehr, sehr vieles peinlich in der Öffentlichkeit, aber da bin ich ja die Ausnahme. Ich bin ja auch das Mädchen. Heller und seine Kimme, ey. Der hat eine Bude. Wie ein Walzer. Das ist ja mein Schwert in Ruhe. Das nehme ich dann echt mal mit. Ich glaube, ich werde mal auf meinem Laberkanal da ein bisschen mehr zu machen, weil mach da kommen auf doch, Laberkanal. Doch echt ganz schön viele Fragen so dazu. Und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Also, ne. Wer es nicht weiß, übelste Promo für die 7%, die jetzt hier noch einschalten, von denen, die das Video angeklickt haben. Das ist schwer, was ihr gerade durchs Bild fährt. Euer YouTube ist nicht kaputt. Ja, ansonsten wäre es dies gewesen, meine hübschen Leute mit dem Wesen oder so. Tun wir noch die englischen Lesen? Dann wink jetzt nochmal zum Abschied, Robert, mit deinem Penis, Duktus, Schwert. Warte. Bist du mich gerade am Übergehen gewesen? Die Englischen willst du noch machen? Frag ja nur. Da frage ich die anderen. Also es sind, warte, ich kann es dir genau sagen. Ach, Alter, Heller! Ey, das war dein Schambereich. Ich schwöre. Das war zu tief unten. Warte, Haare. Also wir Alter, Heller! Hä? Das ist mein Bauch. Ich will deinen Bauch nicht sehen. Ich fühle mich wie eine Fremdgeherin. Welcome everyone to the English section of this video. We have 5 English questions waiting for you guys to, for us, you know, to be answered. Was? Du holst es doch an. The first one, while Anna and Robert are discussing about Robert's pubic hair, which he revealed... Nein, es ging um seinen Penis im Groben. I'm just noticing that my last time talking in English is pretty... Pretty long time ago. Yeah. Night 95. Purutya. Purutya means dirty, disgusting. But we don't really use it. By the way, I don't know. There is a German word for Balaton. It's jetzt bin ich im Französischen. For Balaton, it's a Plattensee. Ich hab das noch nie gehört. Balaton ist Plattensee, ja? Ja, das ist ja. For me it's Balaton as well. So. Yeah. Balaton. I have to scroll. There's a lot of party down there. Yeah. And it's kind of cheap. Yeah, and it's pretty cheap. There was. Anna, deine Kimme. Because it's Eastern Europe. There was. Only one English. Man sieht keine Kimme. Die Hose ist so geschnitten, dass man keine Kimme sieht. Bitte einmal unsere Reaktion kommentieren. Only one English comment is the English speaking part of the fuck community dying. Robbie, nice hat. Great in combination with the sunglasses. Yeah, the problem is, we were on a TV show in Germany, and now the percentage of international viewers is lower, you know? I mean, the amount... Most people are German. Yeah, the amount of
international fans or subscribers on the main channel is about 30,000-40,000, I think. But before the TV show, it was like 50-50, and now it's like 30-70. Yeah, that's why maybe there are less English comments and so. So every English fan has to share the videos on this. No. Social media platforms. Don't do this bullshit. We don't. You know, we are not like real everyone talk. Else. You know, real talk now. Because in Germany it's like, yeah, in the whole world it's like, subscribe to us and share our video, yeah. I have a few homeworks for you, like, subscribe, share, comment. Yeah. And then guys with like 10 million subscribers to tell their viewers, yeah, tell me your opinion about it, I read it all. And there are like 10,000 comments and there's no way he can read all that shit, that's why, yeah. All that shit. Yeah, all that nice shit. Yeah, so all the English people ask questions, so we have more English questions and the English part will be longer. Ben Howard, should weed be legal or illegal? Who hates Christmas more, Ebenezer Scrooge or the Grinch? Yeah. Hi. Ben Howard, funny fact number one. We were in that TV show and a guy who wants to legalize weed in Germany won against us, you know? He was like the first place and we were second after him. And he won 1 million euros. Yeah, he won the whole Brutto. Show and he got 1 million euros. Yeah. Brutto. Brutto. Which means after taxes it's like half of it, yeah. 514,000. But it seems like Germany wants to legalize weed. Yeah. Yes. For me. I hope it's. It will fail. They or will succeed. Keep it in. With. Corners. Nee, nicht corners, sondern. Was heißt Grenzen? Fuck. Borders. Borders. They keep it in the borders. Yes. What do you want to see? Ach so. Ich hoffe, es hält sich in Grenzen. Ah. Okay, sorry guys. Borders, yeah. Okay. Ben Howard also says, would you like to know when you die, but not how? Or would you like to know how you die, but not when? I think I would prefer to, if I have to choose one, I would prefer to know how I die. No, you would always be scared if you see, if it says you'll be dying by some kind of wood or something like that, you would be scared of wood all your fucking life, so you should, I would yeah, not choose that. I think one. So too. But yeah, but do you really want to know when you die? No, I neither want to. But, to yeah, die. That's why I said if I had to choose. Yeah, but then I would take the other thing. When? Okay. But if you know when you die, you can do all that shit and don't die. So if it says I die in 3 years, then I take a gun and that right now and I don't die because that, I have 3 years. That could be interesting if the prophecy says. You die in December 2090, yeah. Then you are invincible yeah. All the time before. You can yeah. do whatever you want. Yeah. That could be interesting. It's like a Hulk. It's like a Hulk. It's like what doesn't kill you makes you stronger. Yeah, you're invincible! One of our best videos. But yeah. There are comments saying that's the most stupid video of this. No, it's cool. So. I think it's the last question. So, who in the group is related? Mm-hmm. Verwandt. We are all related. We're all brothers. We are all incest. No, yeah. Alter. Robin and Anna are in a relationship and are related. Let's keep it that way. Yeah, let's not say anything else about that and let's just go on. Just go. Next question. Next question. Come on. The battery who fucks low. Who? The battery is low. Come on. Who fucks who?
I fuck Kalle. When Anna isn't watching. I just wanted to say that Anna is related to Herodes and I'm related to Herodes. I will never do feedback again, sorry. Never. And third, does the Döner Kebab place really make such nice food? It has appeared in a few videos now. So I something have, about a new best Döner Kebab in the world. It's in Berlin at the subway station. Yeah, the camera is about to die. yeah, I have to admit, I thought it's the best Döner ever here in Weimar, but then we went to Berlin and they put the halloumi cheese in the Fritteuse. In the Fritteuse, you know, where you do the fries. Yeah, you know? The frying pan, is it? I don't know. So, that's so delicious, so fucking delicious. I wish they would do it. He's making the so-called Führergruß. Ah, so, very last question by Richard Alcala. Goodbye if the video, if the camera shuts down. Hey guys, where do you get the inspiration for your pranks? I love the Annoying Dancer episodes, especially ones with badass music. German core. Thanks for being the most funny, entertaining and awesome German channel on YouTube. Fuck yeah, that's one hell of a compliment. Thanks, buddy. Yeah, this is where we get our inspiration. From stupid shit. Yeah, absolutely. Isn't it lovely? No, we got this question in a German interview as well, and I said, if you have to think about ideas, they come naturally, you know? If you are forced to think about cool ideas for your videos, then, you know, we think much more about some shit like we do as you guys are doing at the moment, you know? If you think about nobody is listening to you videos the whole day. Yeah. And I have to say that we are the best channel, yeah. That's a compliment we receive very, very often. And that's other channels get compliments like, hey, I like you, you're pretty cool, but we are, you know, for many people, we are the best. Around! Das ist gut, wir machen es, wir lassen das. Kann ich? Jo.